Präsentatoren von Folge 200 sind Simon, Pavel, Agnieszka, Niklas, Sean, Timo, Matthias, Simon, Annette, Stefan, David, die Hörgemeinschaft Imke, Till und Steffen, Ömer und Konstanze. This is fake news. It's all fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen? Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed and ignore the talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Und dann beeilen wir uns jetzt. Ronny, Tobias, Thorsten, Jonas, Gerald, Simon, Jan, Michael, Harald, Sandra, Lars und Robby sind die Produzenten von heute. Unterstützer haben wir auch. Die lange Namensliste, weil es auch Monatwechsel war, lesen wir Freitag vor. Okay. Damit auch keiner zu kurz kommt, weil gestern war ja Feiertag, deswegen verbucht die Commerzbank eh langsam. Also machen wir es dann Freitag am Stück. Volles Haus. Danke, dass ihr alle da seid. Wir haben eine Menge vor und wir würden jetzt unseren Gast reinholen. Keiner von euch hat erraten, wer er ist. Dabei ist es eigentlich der einfachste von allen gewesen. Wir haben uns gedacht, wir wollen keinen Terrorexperten nehmen, weil wir haben genug Nachrichtenterror gerade. Also Elmar war eh verhindert. Klaus Kleber hatte keine Zeit. Aber wir haben uns gedacht, wir holen uns den Herr Gottlieb. Die ARD-Legende Sigmund Gottlieb dazu. Hallo Sigmund. Geht schon mit einer Übertreibung los. Wirklich? Ja. Warum? Ja. Warum ist das eine Übertreibung? Ja, Legende ist etwas, was aufgehört hat. Es hat aber nicht aufgehört, es geht weiter. Ah, weil ich wollte ja Sigmund eigentlich so vorstellen. Keiner, also wir haben eine kleine Umfrage gemacht vorher, könnt ihr mal einen Tipp abgeben. Ja. Keiner ist drauf gekommen, obwohl es der perfekte Gast ist. Erstens, als Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks ist man mitverantwortlich für alles, was wir seit 199 Folgen in diesem Podcast kritisieren. Gleichzeitig ist Sigmund jetzt 65 Jahre alt. Das ist eine besondere Altersklasse, deswegen sage ich es mal an, auch wenn das sonst ein bisschen unhöflich ist. Weil damit fällt man aus dem Beamtenstatus und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es irgendwie auch so eine definierte Altersgrenze. Und dann fällt man aus dem Betrieb oben raus mit sehr viel Wissen aus dem Betrieb. Und ich dachte mir, 2017, ein Podcast zu den Nachrichten und wir haben Sigmund Gottlieb zu Gast, das ist eigentlich perfekt. Deswegen wundert es mich, dass keiner drauf gekommen ist, aber wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, vielleicht kriegen wir euch die nächsten 100 Folgen dazu, dass ihr solche Sachen dann auch, also solche leichten Rätsel dann auch löst. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollten am Anfang erstmal über deine Biografie reden, weil du warst ja nicht nur beim Bayerischen Rundfunk früher. Und Jörg, magst du mal den Clip A, den B einspielen? Und wir werden dann gleich sehen. Mhm. Ja, und bitte im Vollbild. Das ist wieder hier live. Guten Abend zum Heute-Journal, meine Damen und Herren. Es muss schon ganz schön krachen im Gebälk des NATO-Hauses, wenn die sonst üblichen Worthülsen der Diplomatie einer so klaren Sprache weichen. Auch nach der Blitzreise Genschers und Stoltenbergs nach Washington sind die Positionen in der Frage der Kurzstreckenwaffen nach wie vor verhärtet. Die Amerikaner machen keinen Hehl daraus. Die beiden Deutschen versuchten abzuwiegeln, gaben sich zumindest zuversichtlich, dass eine Einigung im Bündnis noch bis zum NATO-Gipfel Ende Mai möglich sei. Mit dieser Botschaft jedenfalls warteten sie heute nach ihrer Rückkehr in die Bundeshauptstadt auf. So, hat sich einiges geändert. Du bist bei einem anderen Sender, du hast eine andere Frisur. Und hab eine andere Brille. Wir hatten einen anderen Screen im Hintergrund, wir hatten ein anderes Telefon, wir hatten noch die Wählscheibe. Das ist meine allererste Frage, Sigmund. Ja. Wer hat dich da angerufen, wenn es nötig war? Hat da der Kanzler angerufen? Da hat kein Kanzler angerufen, da hat kein Parteivorsitzender angerufen, das möchte ich sowieso von vornherein mal sagen. In meiner ganzen journalistischen Zeit hat kein politischer Meinungsträger bei mir angerufen, wenigstens keiner von Gewicht, der mir gesagt hat, das und das hat uns nicht gefallen. Also da
das muss man einfach mal sagen, weil da auch viele Vorurteile im Raum stehen, die so einfach nicht stimmen. Ich nehme für mich in Anspruch, hat auch mit mir zu tun, weil die vermutlich gedacht haben, das hat eh keinen Sinn, wenn ich den anrufe. Ist auch so, weil man sich in solchen Fällen immer vor seine Mitarbeiter stellen muss und niemals irgendeiner politischen Farbe, egal welcher, irgendwo hinterherlaufen darf. Da wird gleich eine Frage aufgeworfen. Ja. Hat denn jemand angerufen und gesagt, das hat mir gefallen? Nee, auch nicht. Das auch nicht. Also insofern hat sich Zustimmung und Ablehnung durch Nicht-Artikulation immer die Waage gehalten. Also das relativiert vielleicht auch ein bisschen auch das nächste Vorurteil, die Medien hätten einen so unglaublich starken Einfluss auf alles, was in der Gesellschaft läuft. Haben sie sicher zum Teil, aber man sollte das auch nicht überbewerten. Also so habe ich das im letzten Vierteljahrhundert immer empfunden. Wenn du jetzt sagst, es hat keiner von Gewicht angerufen, wer hat dann ohne Gewicht angerufen? Ja. Gute Frage. Nein, auch nicht ohne Gewicht. Es war ja im übertragenen Sinn gemeint. Also es war wirklich so, es hat keiner dort versucht, Einfluss zu nehmen. Und das, finde ich, ist auch etwas Positives in einer aufgeladenen gesellschaftlichen Diskussion, wo wir alle in Kritik stehen, sowohl wir als Medienmenschen, die politischen Menschen, alle haben wir irgendwo damit zu kämpfen, das Vertrauen zu erhalten, das wir uns irgendwann ja hoffentlich mal erworben haben. Also es ist nicht alles so verfahren und verklemmt, wie das auch zum Teil in der Öffentlichkeit formuliert wird. Oder die haben damals alle beim ZDF angerufen, bei Nikolaus Brenner, der ja von einer Bärbeißigkeit sprach. Ja gut, der Nikolaus Brenner war ja viele Jahre, ich hatte in der ARD lange mit ihm zu tun, wir haben gemeinsam Farbe bekennen gemacht in der ARD mit Helmut Kohl, mit anderen. Ich schätze ihn sehr, aber diese Zeit, die Sie eben beschreiben, Nikolaus Brenner und das Stichwort Bärbeißigkeit, die kam natürlich sehr viel. Wir duzen uns. Sehr viel später, ja. Tun wir, ja. Ja, es ist nicht so einfach. Aber es ist nicht jung und naiv, keine Angst. Nein, ich bin da immer schon ein bisschen zurückhaltend. Bei mir muss das Duzen eigentlich wachsen. Aber da wir uns heute darauf verständigt haben, lieber Thilo, lieber Stefan, dürft ihr Sigi zu mir sagen. Sigi. Sigi. Sehr gut. Sigi, wir haben jetzt viele, viele junge Menschen hier. Die würden gerne wissen, wie man bayerischer Chefredakteur wird. Also Chefredakteur des BR oder wie man Heute-Journal Sigmund wird. Ja? Meine Güte. Fang mal bei der Schule an. Ja. Wolltest du nach der Schule das werden, was du jetzt bist? Ja. Also ich gehöre zu denen, für die relativ schnell feststand, was sie machen wollten. Also ich habe dann in der Schulzeit schon Artikel geschrieben für die Schülerzeitung, habe dann, sagen wir mal, die Gnade gehabt, einen fantastischen Chefredakteur einer kleinen Nürnberger Tageszeitung, der Nürnberger Zeitung, kennenzulernen, hochgebildet, ein Österreicher, fantastisch, der mir sehr viele Chancen gegeben hat, sodass das dann nach Abschluss der Gymnasialzeit nach dem Abitur eigentlich nahtlos während des Studiums auch in diese praktische Tätigkeit hineinging. Ich habe dann mit Anfang, Mitte 20 schon Kommentare in dieser Zeitung schreiben können. Vielleicht wurde ich da auch zu meiner Meinungsfreudigkeit sozialisiert, kann ja sein. Also es waren gute Voraussetzungen. Nach Abschluss des Studiums hatte ich dann zwei Verträge sozusagen auf dem Schreibtisch. Das eine war Nürnberger Zeitung, da hätte ich anfangen können. Und das andere kam dann aus München, der Münchner Merkur, der damals noch eine starke Bedeutung auch überregionaler Art hatte, auch in der damaligen Hauptstadt nicht, aber im damaligen Regierungssitz Bonn. Und dann ging ich tatsächlich zum Münchner Merkur und ging dann dahin. Und jetzt kommt eine Schlüsselstelle, liebe Freunde, liebe jungen Freunde. Achtung. Es gilt eigentlich für den Journalismus im Besonderen, es gilt aber im Grunde für alle Berufe, die ihr irgendwann mal anstrebt. Fresst über den Zaun. Wisst, wie weit ihr zu weit gehen dürft, aber geht zu weit. Zurückholen tut man euch immer wieder. Jetzt kommt die Schlüsselstelle meiner, Karriere ist ein falscher Begriff, aber meiner Biografie. Ich hatte Nachtdienst bei Münchner Merkur. Das heißt, der politische Redakteur muss einmal in der Woche Nachtdienst schieben bis Mitternacht. Damals noch die Zeit des Druckens.
Du musstest dann sozusagen im Bleisatz oben, wenn eine große Nachricht kam, musstest du dann die Seite 1 verändern. Wir haben das Nachschieben genannt. Du musst nachschieben auf die 1. Und ich sitze da und an diesem Abend ist nichts passiert. Und ich sitze um 23 Uhr da und öffne einen ersten Frankenwein und gieße mir ein Gläschen ein. In dem Augenblick klingelt das Telefon. Ein Freund ruft mich an und sagt, sag mal, Sigmund, weißt du eigentlich, dass beim ZDF in München eine Stelle frei wird, also eine Redakteursstelle? Sage ich, nein, das weiß ich nicht. Ja, dann sage ich es dir jetzt. Dann sage ich, sag mal, wo ist denn das ZDF eigentlich in München? Also das wusste ich nicht. Ich wusste zwar, wo der Merkur ist, weil da war ich tätig. Ja. Ich wusste auch, wo der Bayerische Rundfunk ist, weil da war ich auch schon ein bisschen tätig. Und dann hat er mir das erklärt in München unter Föhring. Und dann sage ich, jetzt sag mir doch mal, wer ist der Chef dieses Landesstudios in Bayern? Dann hat er mir den Namen genannt, Wolf Posselt. Dann sage ich, ja, was soll ich jetzt machen? Dann sagt er, ja, erkundige dich halt mal, wie da die Lage ist. So. Wolltest du denn die Zeitung verlassen? Oder nee, warum kam gab überhaupt keinen Grund. Das war super. Ich hatte dort viele Möglichkeiten, mich auch zu verwirklichen. Ich konnte eigene Serien schreiben, Kronzeugen der Republik und Jugendorganisationsvorsitzende, hatte damals mein Interview mit Gerhard Schröder gemacht, als er Juso-Chef in Hannover war. Gibt es tolle Fotos, war eine irre Geschichte. Aber zurück zu diesem Abend. 23.15 Uhr, wir beenden das Gespräch. Ich gieße mir ein weiteres Glas Frankenwein ein. Ich nehme das... Wie alt warst du damals? Damals war ich 26. Nehme das gefühlte 10 Kilo Telefonbuch von München, schlage auf und suche den Namen des Studioleiters, also die Privatadresse. Finde die auch wieder erwarten. Tatsächlich, der stand da drin. Und dann denke ich mir, jetzt ist es eine halbe Stunde vor Mitternacht, was machst du jetzt? Kann man anrufen, ne? Und jetzt kommt dieses... Vielleicht trinkt er auch gerade Wein zu Hause. Ja, und jetzt kommt dieses, man muss wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Ich habe mir dann gedacht, jetzt gehst du einfach mal weiter und habe den um 11:30 angerufen. Dann sage ich, Herr Posselt, mein Name, ich habe gehört, bei Ihnen ist eine Stelle frei. Sie können meinen Anruf als, ist auch eine Unverschämtheit, interpretieren Sie ihn auch so, dann können Sie gleich auflegen. Aber wenn nicht, würde mich interessieren, ob es da noch eine Chance gibt. Und dann hat er 3 Sekunden sozusagen Schmerzpause eingelegt und hat dann gesagt, lassen Sie sich einen Termin im Büro geben. Und aus diesem nächtlichen Anruf, kurz vor Mitternacht, hat sich im Grunde alles andere, natürlich noch begleitet von vielen anderen Zufällen, glücklichen Zufällen und richtigen Entscheidungen an der einen Stelle und falschen Entscheidungen an der anderen Stelle, aber hat sich alles andere eigentlich ergeben. Aus dieser Schlüsselsituation kurz vor Mitternacht in München während eines Nachtdienstes im Münchner Merkur. Also das finde ich einfach, das finde ich so exemplarisch und wichtig, auch wenn du eine Entscheidung triffst. Die Chance stand doch für mich eigentlich 99 zu 1. Ich habe es trotzdem gemacht und es ist geglückt. Wenn man das mal spiegelt, ja, klingt das ja so, also ich erzähle mal nach, wie ich es jetzt gehört habe. Du warst Schüler und kanntest schon den Chefredakteur der Zeitung und dann warst du Redakteur in der Zeitung und als du zum Fernsehen kamst, kanntest du schon den Chef dort, weil du es immer so über die Chefs hast laufen lassen. Nee, in dem Fall kannte ich den, also beim ZDF, wo ich dann ja hinkam, nach München in dieses Landesstudio, kannte ich den Chef nicht, sondern ja, gut, den, der wurde mir ja erst in diesem abendlichen ja, Telefonat mit Namen und Funktion überhaupt erst einmal präsentiert. Ich lernte ihn dann kennen, aber ich habe nicht jetzt sozusagen einen Sprung gemacht, gleich sozusagen auf den Chef zugehend, das wäre auch vermessen gewesen. Mhm. Ich denke, ich habe nur so die Idee, ja, also heute weiß ich, wie groß auch so der Internationismus in großen Häusern ist, betrifft nicht nur die Medien, sondern allgemein. In kleinen, überall. In den 80ern ja auch. Und wenn man dann so weiß, ah, das ist der Neue und warum ist der hier? Ach so, der hatte mal diesen Chef, also unseren Chef angerufen, ja, ja, und so. Ja. Wie ist dann so ein Einstieg, wenn man sozusagen... Ja gut, ich war damals natürlich extrem jung. Und das war eines der größten Landesstudios des ZDFs mit
bestimmt 30 Mitarbeitern und davon vielleicht 5, 6 Redakteure. Das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit und die überlegen sich dann natürlich, ja, wie kommt denn das? Der war bei Merkur und so weiter. Aber das sind Dinge, die müssen Sie in jedem Job, wenn Sie einsteigen, einfach in Kauf nehmen. Das wird Ihnen nie erspart bleiben. Ja. Und darauf muss man einfach kein Augenmerk richten, sondern man muss versuchen, seinen Weg gehen. Man muss wissen, was man selber will und nicht, was andere über dich sagen. Das ist relativ irrelevant. Und wenn du dann so in deiner Zeitung saßt und die Nachtdienste gemacht hast, bei denen du wusstest, inhaltlich wird es jetzt nicht mehr so fordern, deswegen kann ich da auch einen Wein zu trinken, und dann bist du zum Fernsehen gegangen, war das gleich so ein Zug zur Kamera auch oder war das erstmal so die Redakteurstätigkeit, hinter der Kamera Zuarbeit? Also ich habe in der Zeit, als ich bei Münchner Merkur Redakteur war, habe ich beim Bayerischen Rundfunk schon damals die Rundschau in ihren Anfängen, also die Nachrichtensendung des Bayerischen Fernsehens, moderiert. Das hat mir Spaß gemacht. Dann gab es hinterher, haben die mal erfunden, wir müssen auch am Ende der Woche Kommentare machen. Also, und da haben sie dann zwei, einen von der Abendzeitung und einen mich. Da war ich auch noch jung, Mitte 20, 26. Und das habe ich dann gemacht. Also das hat mir schon gefallen, das Fernsehen. Aber bitte auch kein Vorurteil, nicht aus Eitelkeit oder was, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, ist ja auch eine technische Herausforderung, die man immer wieder mitleisten kann und so. Ja. Und du musst natürlich ganz andere Formate bedienen. Also mittlerweile, wir reden ja da noch drüber, sind wir in einer ganz anderen Zeit. Jetzt müssen wir noch ganz andere Formate bedienen. Aber vom Printmedium damals, dem klassischen Printmedium, das es ja auch heute noch gibt, zum Teil auch sehr erfolgreich, siehe die Zeit, zum Fernsehen, das war schon ein gewaltiger Schritt, auch in den Techniken, in den journalistischen Techniken. Du musstest ja sozusagen, die Differenzierung war dir dort nicht mehr so möglich, wie ihr ja auch wisst. Ja? Das elektronische Medium ist nicht so differenziert und nicht so differenzierend, wie es ein Printmedium oder heute eben online auch sein kann. Im Online können Sie, und das ist eine große Qualität von Online, können Sie auch vieles sehr differenziert beschreiben. Dann steigen wir da mal ein, online. Der Bayerische Rundfunk sitzt ja da im Englischen Garten und egal, wenn man nur da zum Naturschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet. Und wenn man auch nur zum Mittagessen in die Mensa kommt, ist immer so das Top-Gespräch. Trimediale Ausrichtung, jetzt wird alles irgendwie integriert. Warst du da schon mal in unserer Kantine? Ich habe mal so ein Alpha-Forum als Gast mitgemacht. Ah, gut, ja. Und war dann halt für den einen Tag mal da und habe das so mitbekommen, inwieweit das Haus davon geprägt ist, dass man jetzt quasi dieses Internet auch irgendwie mal bewältigen muss. Ja. Jetzt hast du ja diese Anfänge gerade beschrieben, du hast noch Blei nachts geschoben, ja? Also wirklich nachschieben, im Sinne von nachschieben. Und jetzt haben wir hier dieses Bild. Und ich würde gerne mal diesen... Also das von ja, eben. Du sitzt da vor 25, 30 fast Jahren. Und 25. Ja, 89. Also 28 Jahre ist es auch schon her. Stimmt. Muss man ja. Mensch. Also wir nehmen mal dieses Bild als Klammer, um jetzt diesen biografischen Bogen einmal abzudecken, weil im Grunde, hier steht jetzt heute Journal, könnten auch die Tagesthemen sein, das mal nehmen, lassen wir mal weg. Im Grunde ist das immer noch das Setting, in dem heute Abend Nachrichten gemacht werden. Der Bildschirm hinten ist größer geworden, also die Tagesschau hat jetzt einen 11 Meter breiten und so weiter, der von hinten beleuchtet wird und 20 Millionen kostet. Heute stehen keine Telefone mehr auf dem Tisch, sondern jeder hat so ein kleines Display, manchmal noch mit Tastatur dran, manchmal auch nicht. Ganz kurz, wer hat denn da immer angerufen? Wofür war das Telefon da? Das Telefon war eigentlich Quatsch. Das war eine Attrappe. Ja, es war keine Attrappe, das hat funktioniert. Gab auch eine Leitung. Aber natürlich, wenn du Signale aus dem Studio bekamst oder vom Schlussredakteur, beeil dich, keine Frage mehr stellen im Live-Gespräch, dann hast du das über Ohrwurm gekriegt und nicht über das Telefon. Das hat also, sage ich aber auch, ein bisschen eine ähnliche Ausstrahlung und Wirkung wie heute mancher Laptop auf manchem Moderationsdesk manches Moderators, der auch nicht benutzt wird. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Im Grunde ein gewisses Maß an Modernität vermitteln soll, aber die Kommunikationslinien laufen auch über ganz andere Wege. Ja, wenn du jetzt sagst, das Telefon ist eigentlich Quatsch, was ist denn heute so alles Quatsch, was wir auf dem Bildschirm sehen? Also wir hatten mit Hans Jessen gesprochen über dieses Phänomen, dass man in Deutschland immer noch, und wir sind jetzt hier nicht weit weg vom Brandenburger Tor und hier ist die ARD und hier ist das ZDF, und wenn im Kanzleramt sich die Leute treffen, dann müssen sie immer noch nachts ausrücken und sich vors Kanzleramt stellen, und selbst wenn es regnet, dann kriegen sie noch einen Schirm, aber
warum macht man so viel Theater? Warum hat man damals ein Telefon hingestellt? Warum macht man heute Live-Schalten? Warum macht man nicht einfach Nachrichten so ein bisschen wie hier, dass man einfach sieht, das ist eine Arbeitssituation, da liegt Papier vor dir, das ist redaktionell bearbeitet und dann wird es eben vorgetragen. Warum dieses ganze Theater? Ja, es ist kein Theater, sondern natürlich hat sich die Technik auch verändert. Es haben sich die Ansprüche des Publikums verändert, denn auch das Publikum wächst ja mit in diese neue kommunikative Welt hinein. Ihr alle, die ihr hier sitzt, habt andere Kommunikationsgewohnheiten als hier, wo die meisten von euch oder viele von euch noch nicht auf der Welt waren. Das hat sich verändert und dem müssen wir auch Rechnung tragen. Und natürlich ist vieles auch nicht jetzt einfach nur vorgeschoben oder irgendein Fake, der dort steht in einem solchen Studio, sondern wir sind heute natürlich in der Lage, durch modernste Techniken, auch durch bessere Reaktionsfähigkeit der Journalisten, eben die Informationen sehr viel schneller zu transportieren, als wir das damals gemacht haben. Ich darf ein Beispiel noch nehmen, weil das Bild hier vom April 89 erinnert mich an das Bild, das hätten wir genauso einspielen können, hier Nähe Brandenburger Tor, Berlin, an das Bild vom 9. November 89, wo ich das Heute-Journal moderiert habe, als die Mauer gefallen ist. Wir haben damals um 19.10 Uhr hat der berühmte Schabowski diesen berühmten Satz formuliert, den kein Mensch verstanden hat. Er selber nicht, die Journalisten vor Ort nicht und die Zuschauer bis zum nächsten Tag nicht. Und daraus hat sich ein Medienhype zwar entwickelt, aber sehr viel langsamer damals, als das heute der Fall war, weil es eben all diese technischen Möglichkeiten nicht gab. Bis der Übertragungswagen des SFB damals, des Senders Freies Berlin, vor Ort war, an den Grenzübergängen, das hat Stunden gedauert. Ich musste dann um 21.45 Uhr, das war die schwierigste Moderation meines Lebens, um 21:15 Uhr etwas zu fühlen, was durch nichts und durch keinen Augenschein belegt war. Du warst doch nicht in Berlin, sondern in Mainz. Ich war in Mainz, das kam noch erschwerend hinzu. Die Reporter, die sozusagen dann losgeschickt wurden, konnten uns keinen Beleg liefern. Um 21.45 Uhr, dass hier schon irgendeine Bewegung in Richtung Westen sich abgezeichnet hat. Also was machst du dann? Also ich habe an dieser Moderation wirklich von 7:30 bis 9:30 gebaut und gebastelt und habe dann einen evangelischen Pfarrer aus Ost-Berlin als Kronzeugen noch gehabt. Der war natürlich noch systemimmanent und wollte das Ganze nach unten fahren. Also aus dem konnte ich auch nichts weiter herausholen und habe dann in meiner Anfangsmoderation den einen Satz gesagt, der sich dann Gott sei Dank auch bewahrheitet hat. Und damit macht die Mauer keinen Sinn mehr. Es war 22:45 Uhr. Um 10:30 Uhr hat der Hajo Friedrichs von den Tagesthemen dann gesagt, meine Damen und Herren, die Tore der Mauer stehen weit offen. Und es gab also viele Doktorarbeiten und Magisterarbeiten hinterher über diese Wirkung der Medien in diesen Stunden. Aber die Kombination dieser beiden Äußerungen hat dann schon sehr stark dazu geführt, dass sich eben die Menschen, die auch den Friedrichssatz wahrscheinlich nicht im übertragenen Sinn, wie er gemeint war, sondern wörtlich genommen haben, dass die sich in Bewegung in Richtung Westen gesetzt haben. Es war diese Zeit, damals im Heute-Journal, war die spannendste, die aufregendste, die wichtigste Zeit meines journalistischen Lebens. Mhm. Also egal, was dann danach noch alles so, jetzt haben wir von diesem Bild bis heute 28 Jahre und du nimmst genau das eine Beispiel raus, bei dem ich auch sagen würde, okay, hier geht es nicht wirklich um eine inhaltliche Nachricht, sondern die Bürger, die alle sofort wissen, was es bedeutet, wenn man ihnen sagt, diese Mauer ist jetzt offen und man zeigt ihnen sogar noch die Bilder, dann muss man im Grunde gar nicht mehr viel berichten, dann reicht es völlig, das zu zeigen. Wenn ich jetzt aber spiegle, wie ich heute Nachrichten konsumiere, bevor Thilo und ich angefangen haben, Aufwachen-Podcast zu machen, habe ich ja auch immer Heute-Journal und Tagesthemen geguckt, aber eben nur Audio
und nur am nächsten Morgen und in doppelter Geschwindigkeit. Und ich habe niemals Bilder vermisst, weil ich weiß ja, wie das Kanzleramt aussieht. Und es wird mir jeden Abend das Kanzleramt präsentiert. Also es ist im Grunde eine Verschwendung von optischer Technologie, wenn mir jeden Abend wieder das Kanzleramt gezeigt wird, obwohl Deutschland doch so groß ist und hier so viele Menschen leben und auch so viel passiert, abseits politischer Prominenz. Aber das kam irgendwie anscheinend in diesen Jahrzehnten, auch über die wir jetzt sprechen, nie so richtig, also es konnte nie so richtig verankert werden. Wir haben jetzt, wo wir diese ganzen Wutbürger und so weiter Problematik haben, dass die Tagesthemen dann auch entscheiden, okay, dann fahren wir jetzt mal nach Hasloch, weil das so statistisch das Durchschnittsdorf ist und dann sieht man mal ein bisschen Deutschland. Aber schon am nächsten Tag ist man wieder in Berlin und zeigt uns das Kanzleramt. Ja. Warum ist da so wenig Variation möglich? Da hast du recht. Das ist ein kritischer Punkt. Da haben wir auch unsere Achillesferse, die wundgerieben ist an dieser Stelle. Wir müssen mehr als Journalisten, ich tue mich jetzt leicht, ich habe das aber genauso schon in meiner aktiven Zeit gesagt, auf jedem Podium, wir müssen mehr die Lebenswirklichkeit der Leute aufgreifen als Journalisten. Wir sind ja zum Teil, leben wir ja auch in einem ganz anderen Umfeld. Wir sind ja zum Teil gar nicht mehr an dem Problem der Leute dran, genauso wenig wie die Politiker oder wie Wirtschaftseliten. Das Problem dieser Zeit ist meiner Meinung nach, und das ist gefährlich für den Journalismus, dass wir als Teil der Eliten empfunden werden, die mit denen sozusagen mit den anderen Eliteeinheiten gemeinsame Sache machen und nicht mehr wie früher, die Zeiten habe ich auch erlebt, als Kritiker der Eliten, wofür wir ja eigentlich da sind, und als Interessensvertreter der Bürgerinnen und Bürger. Da hast du völlig recht und wir müssen uns da was einfallen lassen und natürlich die gleichen, stets gleichen Dramaturgien der Bilder sind partiell abstoßend, also jetzt nicht sagen wir mal langweilig, aber sie sind einfach langweilig und sie sagen, ach schon wieder, haben wir doch gestern erst gesehen. Und das sind natürlich auch zwei starke öffentlich-rechtliche Systeme und einige kleinere Systeme, die sich da auch gegenseitig hochschaukeln. Und es gibt ja so etwas, ich habe vorhin mit dem Kollegen Jessen darüber gesprochen, es gibt so etwas wie eine fatale Kopierspirale im Journalismus. Also ich muss das haben, was die Konkurrenz hat. Und wehe, ich habe diese Meldung, dieses Bild, dieses und Thema. Und das hat nicht uns Hans erzählt, man muss das, was man dann hat, einbringen in das Format griechische Tragödie, damit das funktioniert. Musst du natürlich auch, wenn du schon, wenn du schon auf der Theaterbühne ständig die gleichen Kulissen hast, dann musst du sie natürlich sozusagen in eine Dramaturgie umwandeln, oder es versuchen, es gelingt ja oft nicht, es versuchen, dass eben Spannung dahinter. Und das führt wiederum zur Übertreibung. Und die Übertreibung ist im Grunde die nächste Krankheit, unter der wir leiden. Dass wir eben jedes Mal versuchen, wenn wir eine neue Geschichte entwickeln, nochmal eins oben drauf zu setzen, in Erwartung, dann wird es schon mehr Leute interessieren, als wir erwarten können. Aber hattet ihr mal so radikale Ideen, wie zum Beispiel zu sagen, Thilo meldet sich schon immer, aber ich will noch eine Frage, hattet ihr mal so radikale Ideen in der Konferenz oder so, dass ihr einfach sagt, egal was kommt, vor Minute 7 in der Sendung zeigen wir Merkel nicht, egal was sie gemacht hat, irgendwas muss auch anderes wichtig gewesen sein. Ja gut, das wäre jetzt ein bisschen ein einfaches Auswahlkriterium, wenn es das Gewicht des Themas hergibt, dann muss Merkel auf Platz 1 stehen. Wenn es in der Konkurrenz zu anderen Themen eben nicht nach hinten rückt. Da ist es dann egal, ja trotzdem, ob ich Frau Merkel schon 20.000 Mal gesehen habe oder nicht. Dann ist auch die Geschichte darüber und auch das Bild davon eine Aussage. Man kann das Thema ja trotzdem aufgreifen, aber man muss ja nicht gleich die prominenteste Politikerin, sondern das Kanzleramt ist ein Haus mit 1,7 Milliarden Budget. Da geht viel zu vielen Themen, das kann man ja auch alles thematisieren. Also ich will jetzt mal zur Ehrenrettung auch vieler Kolleginnen und Kollegen, die ja dieses Problem genauso empfinden, wir diskutieren sehr häufig darüber, wie ihr auch, muss ich sagen, man überlegt sich andere Dramaturgien, man sagt, wie kann ich die Geschichte exemplarisch unterfüttern, also gehe ich dorthin, Familienpolitik, wo sich dieses Thema zeigt, zeigt das am Beispiel einer Familie, erhöhe damit auch die Vorstellungskraft des Publikums. Dieses Bewusstsein ist vorhanden. Auch ist es vorhanden zu sagen, nicht jede Geschichte, die in Berlin heute mit
Presseterminen und sozusagen anderen Vorgaben versehen ist, ist es wert, daraus mehr als eine Meldung zu machen. Ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, innerhalb der Dramaturgien, wie wir sie hier auf dieser Bühne Berlin haben, bemüht man sich durch kluge, ideenreiche, intelligente, auch journalistische Gestaltung, dieses Thema spannender darzustellen. Wir haben Kollegen, also kann ich sagen, der Markus Bornheim, der lange hier im Hauptstadtstudio auch war und der jetzt zur ARD aktuell gegangen ist als stellvertretender Chef, war ein Meister dieser innerhalb dieses Betriebes Berlin, dieses journalistischen Fernsehbetriebes Berlin, tolle Dramaturgien zu entwickeln. Es war ein Genuss, diese Geschichten sich anzugucken. Der hat auch sehr viele Preise dafür gekriegt. Man sieht also daran, es geht. Also, aber ich folge dem Befund absolut. Wir werden in der zweiten Stunde auch eure Fragen mit einbauen. Also, falls euch nebenbei immer irgendwelche kecken Fragen an Sigmund oder an Siggi, einfallen, merkt sie euch. Hans kommt nachher mit dem Mikro zu euch. Du bist Mitte 20 zum ZDF gekommen. Wie lange hat es gedauert? Nein, nichts. Dieses Bild hier könnt ihr ja ausrechnen. Simon, wann war das noch? Mikro. 89. 89, da war ja viel älter. Ja, aber wie lange hat es gedauert, bis du quasi der kleine Sigmund im ZDF-Landesstudio warst, bis du dann in Mainz der Klaus Kleber warst? Ja, gut, das war ein Dutzend Jahre etwa, ne? 12 Jahre hat es gedauert. 12 Jahre? Ja, ich war ja dazwischen, ich bin ja nicht von München dann nach Mainz gegangen zum Heute-Journal, sondern ich bin ja von München dann nach mehreren Jahren in München, bin ich dann nach Bonn gegangen, den damaligen Regierungssitz. Und das war eine spannende Zeit, da war ich 3,5 Jahre und war da als Reporter auch tätig, habe sehr viele politische Reisen mit Politikern machen können, habe da auch sehr viel Auslandserfahrung dann gewonnen und bin dann nach diesen 3,5 Jahren im ersten Quartal 88 dann nach Mainz ins Heute Journal gegangen. Also da lag schon eine Strecke dazwischen. Jetzt wir haben ja auch viele Mitarbeiter von der ARD, ZDF, vielleicht sind auch welche hier, die da arbeiten und sich denken, na, wie schaffe ich denn das? Also ist ja nicht so, dass jeder, der beim ZDF anfängt, irgendwann beim Heute-Journal endet. Warum hast du es geschafft? Das weiß ich auch nicht. Ich war zur richtigen Zeit. Bist du wieder zu weit gegangen irgendwo? Ich war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und ich habe damals vielleicht einen Fehler gemacht, der sich im Nachhinein als richtig erwiesen hat. Ich sage heute meinen jungen Kolleginnen und Kollegen immer, Mensch, scharrt doch nicht immer so mit den Hufen. Sagt doch nicht jedem, dass ihr das werden wollt. Das Amt oder die Funktion oder die Aufgabe kommt zum Mann oder zur Frau. Ganz automatisch, wenn sie gut ist. Also ich habe nach diesem Prinzip nicht nur gelebt damals und nicht nur gehandelt. Ich habe es schon auch umgekehrt. Ich habe schon auch umgekehrt gemacht. Ich habe schon sehr viel auch, sag mal, von meinem Interesse weitere Aufgaben übernehmen zu können. Das habe ich schon auch artikuliert. Also ich war schon aktiv. Aber um ketzerisch zu fahren. Es kommt wieder das zusammen, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, natürlich mit den richtigen Personen in Kommunikation. Peter Voss, der damalige Hauptabteilungsleiter Aktuelles im ZDF, den kannte ich sehr gut. Der ging hinterher ja dann zum SWR als Intendant. Also so, dass da auch ein gewisses personelles Geflecht auch da war, das einen irgendwo gefördert hat. Und dann war es so. Und dann musste der Dieter Kronzucker irgendwann zu Sat.1 gehen, denn der war heute Journalchef. Damit ist Ruprecht Eser, die Älteren unter Ihnen kennen ihn noch, sozusagen von der Position 2 im Heute-Journal auf die 1 gerutscht. Und dann haben die im Grunde eine auch politisch sozialisierte Nase gesucht. Und das ist ja nun Hauptstadtstudio heute und damals Regierungssitzstudio gewesen. Und dann ist das eben so gekommen. Aber dass ich diese Gnade
also diese Gnade erfahren habe in dieser Jahrhundertzeit der Wiedervereinigung mit der ganzen Vorgeschichte, an dieser Stelle sein zu dürfen. Also das war einfach, das ist bis heute für mich noch kaum in Worte zu fassen, muss man wirklich, wirklich sagen. Es war die, ich sage es nochmal, die wichtigste Zeit meines journalistischen Lebens. Klaus Kleber zum Beispiel, bevor er heute Journal Moderator war, war Auslandskorrespondent. Das warst du offenbar nie. Nee. Warum? Oder zählt Bayern schon als Ausland bei euch? Ja, könnte man einmal so interpretieren, dass ich dort meine Erfahrungen so gesammelt habe. Aber ich habe ich habe es gerade ja schon am Beispiel Bonn gesagt, ich habe jede Position, wo ich war, auch dazu genutzt, sozusagen vom Standort aus auch ins Ausland zu gehen und Auslandserfahrungen zu sammeln. Das habe ich sowohl in München gemacht, wo ich dann sehr schnell auch für das Auslandsjournal des ZDF viel gemacht habe, weil mir eben das bayerische Ausland zu eng war. Die Grenzen wollte ich auch hier überschreiten. Und dann war ich in Bonn und ich habe es ja gerade gesagt, dann viele Auslandsreisen auch mit Politikern. Also ein anderer Zugang, nicht diese Sozialisation, die es ja auch gibt, über das Ausland hinweg zurückzukehren in eine herausragende journalistische Position. Aber ich würde jetzt nicht Auslandserfahrungen ich bin mit Merkel nach Saudi-Arabien gereist. Das ist für mich jetzt keine Auslandserfahrung, sondern das ist dann nicht Hofberichterstattung, aber die Kanzlerin fliegt irgendwo hin und ich fahre dann mit. Dann fliegt da Tina Hassel mit vom Bericht aus Berlin. Ja. Und das wird ein Reisebericht. Das ist dann niemand, der vor Ort da ist, der das vielleicht einordnen kann. Völlig klar, kann. Das ist ein Unterschied. Klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das eine ist eben eine bestimmte Sozialisation über den Auslandskorrespondenten und das andere ist eine Sozialisation über eine innenpolitische Vita. Und ich habe eben letztere sozusagen wahrgenommen. Beides hat etwas für sich. Und wenn ich mir jetzt die Nasen alle angucke, die in dem Lauf der Jahrzehnte dort tätig waren, auch in Tagesthemen, dann ist sowohl Inland wie Ausland hält sich irgendwo die Waage. Aber wenn man mal diese Entwicklung von diesem Bild, ich bleibe nochmal dabei, der Fernseher ist im Grunde austauschbar, jetzt wurde verbessert, das Telefon war Quatsch, sagst du, wenn ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch sage, na, muss der Moderator ein guter Journalist sein? Also reicht es nicht zu sagen, es ist ja eh Teamarbeit, ja, also 80 Leute in so einer Redaktion für die Tagesthemen aus aller Welt, die zusammentragen, braucht man wirklich eine journalistische Qualifikation oder kann man dann nicht auch einfach sagen, sieht gut aus, redet sonor und das sind eigentlich die Kriterien vor die Kamera. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so aus der Zeitung zum Fernsehen geht, das oberste Ziel muss ja gar nicht sein, vor der Kamera zu sein, sondern es heißt ja auch, andere Ressourcen, andere Möglichkeiten zu arbeiten und nicht zwangsläufig Karriereende vor der Kamera. Klar, gibt völlig unterschiedliche Berufswege innerhalb des Fernsehens und den wenigsten ist es vergönnt, sozusagen vor der Kamera tätig zu sein, ist übrigens eine Situation, die auch viele in ihrem Verhalten verändert. Ich würde jetzt nicht. Dich auch? Ich würde mal sagen, bei aller selbstkritischen Betrachtung, auch aus der Sicht von heute, vergleichsweise wenig. Du warst früher schon so. Also zur Zeitungszeit. Wie? Ja, so Thilo, sag mir, wie. So wie du jetzt bist, so wie wir dich kennen. Ich sag mal so, wir könnten dich gut in eine Herausgeberreihe FAZ einreihen, du würdest dann nicht vom Gestus her auffallen oder so. Ja, dich neben Kurt Kister stellen. Das ehrt mich natürlich sehr. Würde irgendwie funktionieren. Nee, aber ich glaube, es hat mich vergleichsweise wenig verändert. Vielleicht ist das richtig, was du sagst. Du brauchst eine gewisse Grunddisposition in der Persönlichkeit, um sowas zu machen zu wollen, dann nach Möglichkeit auch einigermaßen richtig zu machen und gut zu machen. Aber um die andere Frage zu beantworten, natürlich kannst du solche Positionen nicht mit Sprechpuppen männlicher oder weiblicher Art besetzen. Das heißt, die Leute, die dort stehen, sollten schon eine vergleichsweise fundierte journalistische Erfahrung haben und die meisten, die uns da einfallen, haben die zweifellos. Da kann man über den Typus immer unterschiedlicher Meinung sein,
Aber was die journalistische Erfahrung, ob jetzt nun Ausland oder Inland angeht, ist die vorhanden bei allen und ist auch die Basis dieses Jobs. Denn du musst ja auch, es geht ja nicht nur darum, vier Beiträge mit 40 Sekunden Zwischenmoderation zu versehen. Ja, also das ist Pillepalle. Das wird auch maßlos überschätzt. Also ich weiß selber, was das bedeutet. Aber du musst Schaltgespräche führen, du musst auf Live-Situationen blitzschnell reagieren, du musst versuchen, Dinge einzuordnen innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten. Und dazu bedarf es eben einer fundierten journalistischen Erfahrung. Und die ist vorhanden und das ist auch Teil der Qualität immer noch bei aller kritischen Masse, die es dazu auch anzumerken gibt, von Tagesthemen und Heute-Journal. Und liebe junge Freunde, wenn ihr nach einem USA-Aufenthalt, das gilt auch heute noch, wieder nach ein paar Wochen nach Germany zurückkommt, egal welche Form von Medien ihr dann nutzt und solltet ihr Öffentlich-Rechtliche auch noch marginal benutzen, werdet ihr das merken, es ist ein Qualitätsunterschied zu dem, was ihr dann dort in den USA gesehen habt. Das ist zwar keine Beruhigungspille jetzt für uns, wir machen genügend Fehler, aber es ist, sollte man auch nicht vergessen zu formulieren und zu sagen. Wenn du sagst, Sprechpuppe ist nicht möglich, als Moderator des Heute-Journals und der Tagesthemen ist das für mich auch logisch, aber zählst du Tagesschau-Nachrichtenvorleser zu Sprechpuppen? Müssen das Sprechpuppen sein? Das sind keine Sprechpuppen, sondern auch das sind gute, ausgebildete Journalisten, mit weniger Spielraum sozusagen der eigenen Gestaltung, als das bei Heute-Journal oder Tagesthemen der Fall ist. Hier ist einfach das Korsett einer puristischen, einer skelettierten, auf das Wesentliche skelettierten Nachrichtensendung. Das ist hier wesentlich wichtiger als etwa im Heute-Journal oder in den Tagesthemen. Ja. Ich meine, die Tagesthemen werden ja moderiert von USA und Russland Korrespondenten vorher, also wenn man jetzt Ingo Zamperoni kommt ja auch frisch aus Amerika wieder, ja. Tom Buro, ja. Oder hier Roth oder, aus Russland, ja. Genau. Und dann aber das, was Thilo ansprach, diejenigen, die dann auch in den Tagesthemen die Nachrichtenblöcke unternehmen, also Judith Rakers oder Jens Riva, die fallen ja schon eher dadurch auf, dass sie eigentlich Showmaster sind und so ja auch eingesetzt werden. Also Judith Rakers hat ja zum Beispiel die ESC-Vorentscheidung oder so mal mitmoderiert, hat dafür auch sehr viel Lob bekommen und dann haben wir sie nie wieder in dem Setting gesehen, als wurde sie so zurückgepfiffen. Ne? Nein, die wurde nicht zurückgepfiffen, sondern das ist immer eine Abwägungsfrage einzelner Engagements, die ja dann auch mit der Leitung in den Häusern und in der ARD zu besprechen ist. Das wird ja nicht freihändig irgendwo entschieden, sondern man wägt ab, ist das gut, ist das möglich? Und wenn man da zu dem Ergebnis kommt, ja, dann macht man das. Die Judith Rakers ist glänzend. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, kann man ja sagen, wir haben auch mal, jetzt stellt sich die Frage nicht mehr, aber wir haben auch mal damit geliebäugelt, Frau Rakers für das Mittagsmagazin. Als Hansi Fischer Ersatz? Als Moderatorin. Das macht er jetzt nicht mehr der BR. Perspektivisch einzusetzen, weil sie eben, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, weil man eben diese Trennung nicht vornehmen kann. Hier ja. die Sprechmaschine und hier der Journalist. Nein, es sind auch Journalisten. Auch Jan Hofer ist ein glänzender Journalist, der ja übrigens auch schon Talkshows gemacht hat. Bitte nicht lachen, es ist so. Das sind sehr gute Leute. Sie lachen wegen Journalist. Ist er. Ja, hat es auch unter Beweis gestellt und stellt es immer wieder unter Beweis. Also da ist schon ein sehr gutes personelles Fundament. Es wäre ja auch fürchterlich, wenn eine so starke und auch personell so gut ausgestattete Nachrichtenmaschine wie die ARD oder wie das ZDF nicht in der Lage wären, an solchen Positionen, die ja immer noch, trotz aller anderen medialen Angebote, die ja immer noch viele Zuschauer aggregiert, wenn die da nicht das Beste zum Einsatz bringen. Ja. Wenn Thilo nichts dagegen hat, würde ich noch ein Thema aufwerfen, das mir sehr wichtig ist, weil du unser Gast bist, bevor wir dann in 10 Minuten auch auf eure Fragen scharf sind. Wieso hast du eigentlich hier diese Blaubeeren? Möchtest du auch? Ja. Die wurden extra heute Morgen von Rena mitgebracht. Danke.
Sind wir noch bei der Biografie oder wollen wir? Biografie, weil mich wundert oder sagen wir mal so, mich ärgert es ein bisschen, dass deine Biografie vor dem Bildschirm zu Ende gegangen ist, bevor ein großes Experiment gewagt wurde, weil wenn man nur den Wikipedia-Artikel liest, ist ja zum Beispiel diese kleine Anekdote drin. Sigmar Gabriel möchte gerne Dankesworte loswerden und du brichst das ab, weil man kann ja auch nochmal den Horst Seehofer vorstellen, den kennt ja keiner und so. Und was ich mich frage, weil wir auch immer, du hast zum Beispiel letztes Jahr so viele Tagesthemen-Kommentare wie sonst niemand gehalten. Fast jedes Jahr. Fast jedes Jahr. Früher war ich der Freitagsgottlieb, hat der Spiegel geschrieben, weil die anderen am Freitag schon ins Wochenende sind. Ich war aber da und also, habe die Lücke genutzt. Du bist Olympiasieger im Tagesthemen-Kommentar sprechen. Du hast 30, 40 Jahre Erfahrung mit Journalismus, von Anfang an immer weitergehen, als einem zugestanden wird. Warum hat sich niemand zugetraut oder warum hast du es dir selbst nicht zugetraut, den Vorschlag zu machen, zu sagen, okay, wir können zwar Journalismus immer auf Neutralität und Objektivität trimmen und dann können wir das Tagesschau-Studio nochmal besonders blau anmalen, damit das glaubwürdig rüberkommt und so weiter und so fort. Aber wir können ja auch, und du hast jetzt zu Recht das amerikanische Fernsehen kritisiert, aber ein was ist ja doch sehr auffällig gewesen. In Amerika prägt die politische Debatte derzeit das Talkradio und die Ableger kürzere Zeit, also John Hannity, 3 Stunden Radio pro Tag, aber eben auch 1 Stunde Fernsehen. Und wer da einschaltet, weiß genau, da kriege ich geliefert, das kann von mir aus Regierungsmeinung sein, jetzt gerade oder unter Obama halt kontra, kontra, kontra die ganze Zeit. Keiner rechnet mit Objektivität und Neutralität. Es ist politische Information und man weiß trotzdem, womit man rechnen kann. Das heißt, auch die liberale Gegenseite oder der Grüne guckt dann mal rein und versichert sich über den Stand der Dinge. Der kriegt dann zwar die ganze Zeit einen dicken Hals, aber er kriegt was geboten und er weiß, was er bekommt. Und das fehlt ja in Deutschland völlig. Obwohl ich mir jetzt so jemanden wie dich da absolut vorstellen kann. Ja? Für eine halbe Stunde O'Reilly Factor und dann bam, bam, bam. Der Gottlieb Factor, ja. Die No-Spin-Zone mit dir. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht und warum gibt es das vor allem mit dir nicht? Ja, letzteres hat sich ja nie gestellt, die Frage jetzt zu schon, beantworten. Jetzt schon. Warum wurde sie nicht gestellt? Ja, das möchte ich versuchen, auch aus dem abzuleiten, was ich gerade versucht habe klarzumachen, was unsere Medienlandschaft angeht. Und ich halte das für etwas, ja, eine hohe Qualität, den Versuch, Meinung und Nachricht möglichst stark zu trennen. Also du hast das Beispiel genannt, Tagesthemen, der Kommentar, Tagesthemen, der Bericht, Moderation. Gut, da geht's manchmal ein bisschen ineinander über, weiß ich übrigens auch vor 27 Jahren bei mir genauso im Heute-Journal. Natürlich habe ich auch da über den Zaun gefressen und natürlich habe ich mea culpa auch da oft in der einen oder anderen Moderation aus meiner Meinung ich habe keinen Verzicht geübt, was Meinung an der einen oder anderen Stelle angeht. Aber generell sind wir, und das halte ich für eine Qualität des deutschen Journalismus, eben schon darauf bedacht, Nachricht und Meinung zu trennen. Und ein solches Format würde natürlich genau diese Schwelle überschreiten. Ich finde das auch reizvoll, weil es eben ein Provokationsformat ist. Hm. Und das Beste im Fernsehen ist, wenn der Zuschauer oder wenn der Nutzer auch im Online-Angebot oder wenn der Zuhörer im Hörfunkangebot, wenn der nicht genau einordnen kann und sagen kann, was erwartet mich da? Also wenn das Unerwartete kommt, wenn eine These kommt, die der überhaupt nicht erwartet hat. Also ich habe zum Beispiel bei Griechenland, habe ich einen Kommentar irgendwann gemacht, nachdem ich sehr lange auch sehr Griechenland kritisch kommentiert habe. Und deshalb hat dann FAZ und Spiegel, alle haben den nachgedruckt. Wie kann das sein, dass Gottlieb einen solchen Kommentar spricht? Mhm. Ja? Wo ich also den griechischen Joghurt gelobt habe und also vieles andere an Griechenland, die wunderbaren Sonnenuntergänge und was tun wir eigentlich den Griechen an hier? Seien wir doch nicht alle Kassandra, war damals so der Schlüsselsatz. Also das Unerwartete ist gut und so ein Format wäre ja auch etwas, an vielen Stellen etwas Unerwartetes. Insofern habe ich versucht zu erklären, warum es noch nicht gibt, weil es eben Nachricht und Meinung vermischt und wir das nicht gerne haben in Deutschland. Andererseits ist es aber auch, wäre es sicher gut, weil es Provokation schafft und weil es zum Nachdenken anregt. Übrigens, vor Jahren gab es das in einem ganz anderen Format, nicht so personalisiert,
nur ein bisschen personalisiert, aber vor allem in den Beiträgen realisiert, das sind die politischen Magazine in der ARD gewesen. Also Monitor. Report und Monitor und Kontraste und Report Baden-Baden und so weiter. Da wurde wirklich starker Meinungsjournalismus gemacht. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Auch hier werden wir getrieben vom Quoten, vom Blick auf die Quoten, machen also nur Verbraucherthemen, also wie viel oder wie gefährlich sind die Keime in den deutschen Krankenhäusern, ist wichtig, ist ein wichtiges Thema, aber ist jetzt für eine politische Diskussion, wie es früher der Fall war, nicht so relevant. Also die haben sich, die politischen Meinungsmagazine haben sich sehr stark zu Verbrauchermagazinen gewandelt und das ist wichtig, aber ich finde, es bietet nicht alles ab, was man braucht. Ja, aber wenn man die Tagesthemen heute guckt, und das haben wir, also wir haben den Wandel jetzt in 2 Jahren schon festgestellt, es ist ja nicht mehr dieses, am Abend werde ich darüber informiert, was ich noch nicht weiß, sondern alles, was in Tagesthemen kommt, wenn ich interessiert bin, weiß ich schon. Ja. Ich brauche eine Einordnung oder ich will eine Einordnung. Ja. Und das ist eben dieses, was O'Reilly da geboten hat. Meine Meinung kenne ich ja schon. Und die Argumente für meine Meinung, die kenne ich ja auch schon. Ja? Und wenn ich mit meinen Freunden zusammensitze, dann kommt da auch keine andere Meinung auf. Aber O'Reilly hat eben nicht nur das konservative Denken reingebracht, sondern auch sehr viel Intelligenz. Also wirklich sehr viel Redaktionelles, was nochmal neue Blickrichtungen und so weiter. Da kann man zwar immer dagegen sein, aber man weiß dann so ungefähr, aha, okay, darauf muss man sich einstellen. Also im Grunde das, was wir heute alle suchen, wie komme ich aus meiner Filterbubble raus? Bei Bill O'Reilly wusste man es einfach, einschalten und gucken eine halbe Stunde. Ja. War zwar schwer zum Aushalten, wenn man nicht die Meinung teilt, also aber es war ein Angebot. Der Victor Hugo hat mal gesagt, nichts ist so reif wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Möglicherweise ist das wirklich eine Idee, deren Zeit jetzt gekommen ist, nachdem wir uns jetzt über viele Jahre eben auch in dieser puristischen Trennung von Nachricht und Meinung, die es nach wie vor geben soll, bewegt haben, würde sicher ein solches Format uns auch gut tun. Will ein Beispiel, weil du die Tagesthemen nochmal angesprochen hast. Es gab eine Untersuchung über die Tagesthemen. Also die wurde akribisch vorgenommen, was gefällt den Zuschauern, was gefällt ihnen nicht. Und das hat man in verschiedene Kategorien geteilt, also die Moderation, der Beitrag, das Bühnenbild, der Kommentar, die Schaltgespräche und. Und mit Abstand die am meisten geschätzte Kategorie das Wetter. War der Kommentar. Ja. Warum? Gibt eine Erklärung, eine ganz naheliegende Erklärung. Die Welt wird immer komplizierter. Die Leute blicken nicht mehr durch. Wir übrigens auch nur mehr begrenzt, was ja ein Teil des Problems ist und nicht der Lösung. Und die Leute wollen Einordnung. Das heißt, für die ist ein Kommentar nochmal eine zusätzliche Korsettstange. Entweder ärgern sie sich maßlos oder sie stimmen zu. Ja. Und beides ist aber, sagen wir mal, auf diesem Platz, an dem späten Abend, auch das Stichwort, ich will da nochmal zusätzlich etwas, ein Element haben, ist beides, wie ich finde, sehr wichtig. Insofern ist das ein kleines Element des Gedankens, den du jetzt in einem größeren Zusammenhang geäußert hast. Ja. Wir haben so ein paar Minuten mehr über mit uns beiden. Schön. Ich würde nochmal zurückkommen jetzt. Du warst bis 91 beim Heute-Journal, beim ZDF, dann bist du zum Bayerischen Rundfunk gewechselt und 95 Chefredakteur geworden. Ja. Musstest du 1991 schon CSU-Mitglied sein oder erst 1995? Und bist du es immer noch? Ist eine gute Frage. Also ich war ja ein junger Kerl als Schüler. Und wir hatten ein sehr politisches Umfeld damals in der Frankenmetropole Nürnberg. Und ein guter Freund von mir war der Günther Beckstein. Mhm. Und da sind wir einfach. Hat er dich auch mal angerufen und so? Ist er so einer, der immer anruft dann auch? Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Es ist einer der liberalsten Menschen, die ich kenne. Übrigens auch einer, der charakterlich in der Politik der charakterlich besten Menschen, die ich kenne. Anders als andere ehemalige CSU-Chefs, meinst du, oder? Ja, sicher anders als andere, klar. Da sind wir damals einfach in eine politische, aufgeheizte Stimmung auch gekommen und da in Bayern nun die CSU im Grunde eine Einheit von besonderer Stärke ja auch war, den Rest konntest du ja in Bayern damals
vergessen, einfach von Durchschlagskraft her, hat sich das einfach ergeben, dass man in die Junge Union gegangen ist und da konnte man gestalten und das war gut und ja, und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Seit wann bist du CSU-Mitglied? Das weiß ich nicht mehr, aber das war sicher in dieser Zeit. Irgendwann. Warum bist du nicht aus der CSU ausgetreten, als du Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks wurdest? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass man einer politischen Richtung angehören darf, wenn man Journalist ist. Da gibt es übrigens auch ganz viele Beispiele. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die im Grunde im linken Spektrum in Parteimitgliedschaften angesiedelt sind, also in der SPD oder bei den Grünen oder bei anderen Richtungen, dass die nicht Gegenstand einer öffentlichen Diskussion sind, sondern das ist eben Teil auch der Eigenart unserer Zeit in der deutschen Berichterstattung, dass das in der Regel Mitglieder konservativer Gruppierungen sind. Sonst müsste man sagen, dann müsste wirklich ein großer Teil der SPD Mitglieder im Journalismus da auch befragt werden. Also ich halte das für überhaupt kein Problem. Ich kann Ihnen sogar sagen, insofern, das trifft für alle Farben zu, schwarz, grün, gelb, rot, was auch immer. Wenn du Mitglied einer Partei bist, hast du A, natürlich in diesem Spektrum mehr Ahnung, das lassen wir jetzt aber mal weg, aber du gehst natürlich auch sehr viel kritischer mit dir selber und mit deinen Aussagen zu einem bestimmten Thema um, weil du natürlich immer dir sagst, könnte es denn sein, dass dir jemand den Vorwurf macht, du bist jetzt zu nahe da dran. Und das willst du ja tunlichst vermeiden. Darum die Frage, warum du nicht ausgetreten bist. Ja. Nee, ich sage nur, ja, das wäre natürlich auch ein bisschen halbherzig und ein bisschen feige. Warum soll man das tun? Oder anders gefragt, konntest du nur BR-Chefredakteur werden, weil du auch in der CSU bist? Nein. Nein. Findest du das problematisch? Wir hatten das ja jetzt der neue BR-Chefredakteur, der neue, also wie heißt der? Christian Nietzsche. Nein, der BR, Intendant. Wer ist der Herr Wilhelm? Wilhelm ist Intendant. Der ist ja... Der ist nicht neu, der ist ja jetzt schon sieben Jahre da. Seit er von Merkel weggegangen ist. Ja. Also. Das war jetzt meine Frage mehr, aber ist er der Vorgänger von Herrn Seibert gewesen? Und er war ja direkt, bevor er Intendant wurde, Regierungssprecher. Warum, oder hast du das problematisch gefunden, dass ein Regierungssprecher der aktuellen Regierung Intendant des Bayerischen Rundfunks wird? Überhaupt nicht. Ich kenne den Ulrich Wilhelm ja sehr lange. Ich weiß, dass er ein hervorragender Journalist ist. Ich weiß, dass er unglaublich differenziert zu denken in der Lage ist. Eine Information stimmt nicht. Er hat natürlich gerade, weil er natürlich wusste, da könnte sich unter Umständen auch die eine oder andere Diskussion daran anschließen, hat er natürlich eine Pause gelassen zwischen dem Ende der Regierungssprechertätigkeit und dem Beginn der Intendantentätigkeit. Er ist zum Intendanten gewählt worden, während er Regierungssprecher war. Ja, gut, da hat er dann halt zwei Wochen lang Pause, Urlaub gemacht. Nein, nicht zwei Wochen, nein. Das waren viele Monate, mein Lieber. Und das ist jetzt eine, lieber Thilo, du bist am selben Datum geboren wie ich, mein Lieber. 21. Oktober. Du könntest mein Sohn sein. Ich sage, dass 21. Oktober, wir sind Wagen. Halb so alt. Wir sind Wagen. Könnte mein Sohn sein? Nein, wir müssen differenzieren. Es war in der Tat so, dass es eine lange Pause gegeben hat. Das können wir jetzt definieren, was ist lang, was ist kurz. Aber es waren nicht zwei Wochen, es waren mehrere Monate. Eben einfach, um diesen Vorhalt nicht mit Futter zu versehen, dass da etwas falsch ist. Aber der Vorhalt war doch schon da, als er für das Amt besprochen wurde, als er noch Regierungssprecher war. Lass mich mal reinspringen. Ja, aber das ist Blödsinn. Sigi, ne? Frage ihn doch mal zurück, wo überhaupt das Problem? Also Thilo bringt das ja immer so als implizites und so weiter. Aber ich meine, das sind ja auch viele Fragen, die aus dem Publikum kommen. Ist das nicht zu nah und so weiter? Frag ihn doch mal zurück, wo überhaupt das Problem ist bei dieser Nähe. Weil ich zum Beispiel teile da Thilos implizites Problematisierung gar nicht. Nein,
ich verstehe es insofern, als im Vorfeld dieser Entscheidung genau diese Diskussion in den Medien geführt worden ist. Insofern kann man die führen, aber es ist jetzt durch eine 5- bis 7-jährige Tätigkeit an der Spitze des BR natürlich jedes Argument, das du gerade genannt hast, im Grunde durch Fakten aus der Welt geschaffen. Es gibt dieses Problem. Es gibt dieses Problem nicht. Ich will es anders formulieren. Ich war bei der 25-jährigen Jubiläum von BR Info, also diesen eurem Infokanal, Radiokanal. Ja. Letztes Jahr. Ich weiß. Da war ich mit Herrn Wilhelm auf der Bühne. Ich weiß. Und ich habe dann auch angesprochen, der Rundfunkrat ist von der CSU dominiert, gibt es einen Fernsehrat und was gibt es da noch? Den Verwaltungsrat, der ist CSU dominiert, du bist CSU-Mitglied als BR-Chefredakteur, Herr Wilhelm ist CSU-Mitglied, war vorher Regierungssprecher und so weiter und so fort. Und ich fand, in einem von der CSU regierten Bundesland sollten dann nicht alle wichtigen Stellen und Köpfe und Institutionen auch von der CSU dominiert sein. Da kann man sich streiten. Nur danach, bei der Aftershow-Party, kamen, schätze ich mal, so 20, 30 BR-Angestellte an und meinten so, das musste mal gesagt werden. Also selbst im BR selbst. Ja, ist doch groß. Das ist doch das beste Beispiel, sozusagen als Gegenargument für das, was du gesagt hast. Es ist in diesem Haus möglich, so eine Diskussion zu führen. Es ist möglich, dass die Leute zu dir kommen. Es ist möglich, dass man aufs Podium dann den guten Thilo setzt und der dann auch mal Feuer gibt von der anderen Seite. Ja, sorry, wo gibt's denn das sonst? Das gibt's doch nur bei uns in dieser freiheitlichen Grundhaltung, wo man die Dinge wirklich miteinander auf den Punkt kriegt. Im Übrigen, auch da muss man einfach mal sagen, wir haben, ich glaube, 47 sind es im Augenblick, 46, 47, Rundfunkräte, davon sind parteilich besetzt etwa ein Viertel. Ein Viertel davon gehören Parteien an. Davon gehört eben natürlich auch. Da sind dann auch Kirchenvertreter dabei, die auch in der CSU sind und so weiter. Da kommt man locker auf die Mehrheit. Blödsinn. Thilo. Ich hatte das damals ausgerechnet. Aber bleib beim Punkt. Das Entscheidende ist, ein Viertel gehören den politischen Parteien an. Die werden aufgeteilt je nach Mehrheitsverhältnissen in Bayern. Die Leute wählen halt nun mal in Bayern mehrheitlich CSU. Vielleicht ist das eines Tages anders. Im Moment ist es so. Und so spiegelt sich das. Und die restlichen drei Viertel gehören sozusagen gesellschaftlich relevanten Gruppierungen an. Also ein demokratisches Gremium gibt es nicht aus meiner Sicht. Ich fühle mich da auch, habe mich... Solange ich jetzt da in dieses knappe Vierteljahrhundert war, sehr gut aufgehoben gefühlt, weil das kluge Leute sind, die dir auch sagen, pass mal auf, also keine Kritik, aber das wäre doch mal interessant. Also wir haben ständig gute Diskussionen mit diesen Aufsichtsgremien geführt und also in einem Aufsichtsrat eines Unternehmens geht das anders zu als hier mit diesem Aufsichtsgremium. Also insofern würde ich das wirklich... tiefer hängen, was du sagst, anders sehen. Wir sind aus meiner Sicht eine der besten Landesrundfunkanstalten in Deutschland mit einer sehr liberalen Grundhaltung. Als ich damals vom ZDF dorthin kam, habe ich mir gedacht, sag mal, wo bin ich hier eigentlich? Welches wunderbare Spielfeld aller Farben und Meinungen ist hier eigentlich in diesem Bayerischen Rundfunk möglich? Also das war für mich eine fantastische Geschichte. Darum müssen wir da auch mal, und insofern ist es auch gut, dass wir darüber reden, müssen wir da auch mal aufräumen mit dem einen oder anderen Vorurteil. Danke für die Gelegenheit. Aber, also wir haben im Podcast... Also wir kritisieren natürlich auch so aus dem Bauch heraus immer rum, wenn es irgendwie parteiisch wird und so. Es ist ja auch wirklich leicht ersichtlich. Also da nehme ich jetzt auch wirklich explizit deine Kommentare in diesem großen Streit zwischen Merkel und Seehofer, der mal hoch, mal runter und dann war ungefähr klar, in welche Richtung die Kommentare gehen. Aber du bist jetzt im Fernsehen Chefredakteur gewesen. Wenn man mal diese Zeitungswelt nimmt, die du auch kennst. Kein Chefredakteur steht morgens auf und liest noch Zeitung, sondern man durchfliegt sein Handy und so weiter. Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass jeder Chefredakteur eines öffentlich-rechtlichen Senders nochmal abends die Tagesthemen guckt und zwar jeden Abend und sich dafür das im Kalender reinschreibt. So, also wir haben Zeitungen, ja, die gehen so nach unten und die Altersklassen der Fernsehzuschauer, die gehen so ganz steil nach oben und durchschlagen jetzt so die 70 und so weiter.
Und wir sehen das alles, wir können es runterbrechen auf ein: immer wenn irgendein Vertreter der privaten oder öffentlich-rechtlichen Medien behauptet, ich sei neutral und objektiv, kommt so eine riesige Welle an Kritik und man kriegt das nie aufgelöst, weil, hast du ja an dir eben auch gemerkt, du bist dann gleich wieder in der Verteidigungshaltung. Aber kriegen wir das nicht, und das ist auch nochmal so an dieses O'Reilly-Idee angedingst, glaubst du, dass du es noch erleben wirst, dass wir einen Journalismus haben, bei dem es wirklich nicht mehr darauf ankommt, ob er objektiv oder neutral ist, sondern, und das ist eben, so wird auch Fernsehen gemacht, ist es interessant, ist es ansprechend, informiert es die Leute über was auch immer, ob es da noch objektiv und neutral. Also ich meine, in Frankreich haben wir jetzt eine Wahl, da wird 2 Wochen vor der Wahl immer noch nachgemessen mit einer Schachuhr, welcher Kandidat wie lange. Ja, und nicht mal da kann man von Objektivität oder Neutralität sprechen. Also ist es nicht im Grunde so ein Gespenst aus der Vergangenheit, dem wir immer noch den nachjagen, aber müssen wir es nicht mal hinten anlassen? Ja, wir führen zum Teil die Diskussionen vom Krieg, also der vergangenen Jahre oder Jahrhunderte. Also diese Diskussion über Rot, Schwarz, Grün oder Gelb spielt keine Rolle mehr. Sie spielt keine Rolle mehr. Es gibt keinen Chefredakteur mehr in dieser Republik, egal ob Print oder elektronisch, bei dem das noch eine Rolle spielt. Es geht um richtig oder falsch und um journalistische Annäherungswerte an richtig oder falsch. Genau. Darum geht es. Das muss unser Bemühen sein. Und da nutzen wir jetzt natürlich auch andere Verbreitungswege, als wir das in der Vergangenheit hatten. Ich finde es gut, dass wir die nutzen. Wir sind ja auch im Bayerischen Rundfunk da, muss man sagen, im öffentlich-rechtlichen Vorreiter. Ja. Und ich hoffe, dass diese Geschichte, die auf sehr gutem Weg ist, auch zu ein Ende wird es nie finden, aber eine gute Weiterentwicklung haben wird, dass wir einfach durch gemeinsame Planungen eben die Ausspielwege online und Hörfunk und Fernsehen einfach noch effektiver vorantreiben. Also insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir diesen Qualitätsbegriff im Journalismus, dass wir den vorantreiben. Ich habe übrigens letztes Semester an der Uni Passau habe ich meine Studenten mal gefragt, jetzt sagt mir doch bitte mal, was sind die für euch relevanten Themen? Und ich habe also von Lady Gaga über Arnold Schwarzenegger alles erwartet. Nichts von all dem, sondern im Grunde genau die gleichen Themen, die ja generationenübergreifend interessant sind oder relevant sind. Also das bedeutet auch für uns als Journalisten den Auftrag, und insofern finde ich das auch gut, was ihr hier macht. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende unserer Befragung, insofern kann man es mir auch nicht als Schleimerei interpretieren. Das ist gut, was ihr macht, denn ihr bemüht euch, politische Zusammenhänge auf eine verständliche Art sozusagen an vorwiegend jüngeres Publikum zu transportieren. Und das müssen wir einfach versuchen, durch alle Ausspielwege voranzutreiben, wobei ich eine Beobachtung in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe, und das trifft auch fast alle Medien, die Diskussion über die Vertriebswege, also machen wir das jetzt online oder machen wir das im linearen Programm des Fernsehens oder machen wir es im Hörfunk, die beherrscht alles und überdeckt auch die Diskussion über die Inhalte. Ich habe so ein bisschen die Angst habe ich nicht, aber die Sorge, dass die Inhaltsdiskussion zu kurz kommt. Wir müssen wieder eine stärkere Diskussion über Inhalte führen, was du vorhin auch gesagt hast, wir müssen zu den Leuten gehen, wo die Geschichten spielen, wo die Probleme sind, und müssen nicht als Journalisten hier in unserer Glocke uns einnisten und dann nur einen Teil der Realität wiedergeben. Das müssen wir schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird dieser Vertrauensverlust, den wir ja erlitten haben, leider weitergehen. Wir reden gleich weiter, holen uns aber jetzt mal einen unserer Stammgäste dazu. Stefan, magst du ein bisschen reinrücken, damit er noch ein Platz frei ist? Wer kommt denn Thomas jetzt? Wiegold, komm doch mal bitte auf die Warum Bühne. Warum bin ich über den nicht informiert? Hans, magst du mal Thomas das Mikro geben, uns anmachen? Hallo. Ist es an? Ja, großartig. Es ist aber an. Ja. Thomas, guckst du noch Tagesthemen oder guckst du nur Tagesthemen, wenn Sigmund Gottlieb einen Kommentar macht? Ich gucke nie Kommentare. Ich lese auch keine Kommentare. Aber wir haben doch gerade gehört, dass es... Weil ich immer sage, mal ein bisschen Meinung schreibe ich mir selbst und mache ich mir selbst. Ein Vorurteil trage ich selber mit mir rum. Genau. Ich gucke eigentlich kaum noch. Es sei denn, es ist irgendwas, wovon ich weiß,
dass es mich interessiert und ich möchte das bewegte Bild dazu sehen. Was ich dann auf dem Laptop nicht unbedingt tue oder auf dem Handy schon mal gar nicht. Aber ich sage, weiß ich nicht, es gab irgendwo ein Ereignis in meinem Arbeitsbereich, ist ja meistens ein unschönes Ereignis, wenn Bomben fallen, wenn irgendwas in die Luft geht und dann möchte ich das Video dazu auch sehen. Aber das ist eigentlich der einzige Grund. Tja, was sagen wir? Was sagen wir dazu? Das mit den Kommentaren, das kann ich verstehen. Es gibt die Leute, die ich vorhin beschrieben habe, die durch den Kommentar etwa in den Tagesthemen eine gewisse zusätzliche entweder Provokationsfläche oder Zustimmungsfläche haben wollen. Und es gibt solche, die sagen, also da lasse ich mich jetzt gar nicht verbilden. Bitte, beide Positionen haben ihre Berechtigung, kann ich sehr gut verstehen. Das mit dem Bild widerspricht ein bisschen dem, was wir vorhin mit Blick auf Berlin besprochen haben, dass dort das Bild in gewissen langweiligen Dramaturgien... Ja, ne? Ich brauche nicht den nächsten Aufsager vorm Kanzleramt. So ist es. Ich habe auch eine Kollegin, mit der ich auch befreundet bin, vor Augen, bei der ich immer wetten möchte, sie macht immer einen Aufsager. Ja. Eigentlich möchte ich, wenn Sie wissen, wen ich meine. Darf ich ein kleines Berufsgeheimnis preisgeben, das bis zum heutigen Tag immer noch praktiziert wird? Sie müssen es natürlich schaffen, dass der Aufsager so formuliert ist, dass er nicht rausschneidbar ist. Das heißt, Sie müssen die erste Hälfte des Satzes noch im Off machen, als Bild unterlegt haben und müssen dann den Relativsatz sozusagen im On machen, weil beides macht ja alleine keinen Sinn. Insofern kann die Schlussredaktion in Tagesschau oder Tagesteam dir dann einen so geprägten Aufsager auch niemals mehr rausschneiden. Aber ich habe selber so gearbeitet zum Teil. Ja, also die meisten arbeiten ja genauso, ist mir schon klar. Nein, das kann ich auch verstehen. Nein, ich wollte nur sagen, ich brauche nicht das Bild, jemand steht vor dem Kanzleramt oder vor dem Reichstag, sondern ich möchte eventuell Bilder sehen, wenn irgendwo in der Welt was passiert ist. Das ist aber dann auch in der Tat, sonst brauche ich eigentlich diese Sendung nicht mehr. Und das ist natürlich der Unterschied. Ich habe immer so vor Augen, wie ich nach 9/11, da war ich draußen in Brandenburg, ich bin losgefahren zum örtlichen Elektromarkt und habe mir einen Fernseher gekauft, weil ich da draußen keinen hatte. Das würde ich heute nicht mehr tun. Das wäre auch gar nicht mehr nötig. Ja. Wie informieren Sie sich? Ich gucke auf meinen Laptop, ich gucke auf mein Handy. Ich habe natürlich eine breite Selektion an Feeds, an Twitter-Accounts, denen ich folge. Ich gucke auch auf bestimmte, meist internationale Webseiten. Also, aber ist alles ein bisschen quick und dirty, ne? Nein, nicht zwingend. Nee. Nicht zwingend. Also ich gehe damit anders um. Hast du eigentlich gesagt, wer ich bin? Nee, ne? Musst du das denen sagen? Du kennst Thomas Wigold nicht, das ist der anerkannteste Peng- und Bumm-Experte in Deutschland, der Militärexperte Deutschlands. Also ich bin freier Journalist und befasse mich mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, bin aber auch 36 Jahre lang hauptberuflich Journalist, war davon 18 Jahre bei Nachrichtenagenturen. Das heißt, für mich ist sehr viel, was ich aus dem Netz hole, sozusagen Rohmaterial, wie damals das, was ich bei einer Agentur hatte. Und das bedarf dann weiterer Recherche, dann rufe ich Leute an oder schreibe Leute an. Also insofern ist nicht nur quick and dirty. Und wenn ich dann sage, ich schaue mir das in der New York Times an, dann hat das schon noch eine andere Qualität, weil die sind sehr schnell, sehr gut und vor allem auch an so vielen Stellen präsent, was sich kein deutsches Medium mehr leistet. Das ist ja generell, glaube ich, ein Problem, was wir mit deutschen Medien haben. Und da sind gerade die öffentlich-rechtlichen Sender in den vergangenen Jahren leider ein bisschen schlimmer noch geworden, weil sie, jetzt können Sie mich korrigieren, aber nach meiner Beobachtung nicht mehr so mit so vielen Leuten präsent sind weltweit, wie sie es mal waren. Also das ist auch ein Problem. Das ist aber noch ein vergleichsweise geringes Problem. Das ist zwar richtig, es werden weniger, aber es sind immer noch viele. So sagen, sind immer noch viele und wenn Sie eine besondere Zuspitzung haben durch Krieg, Krise, Konflikt, dann sind Sie an jedem Brennpunkt dieser Welt durch diese beiden großen Systeme, ARD und ZDF, mit vielen qualifizierten Leuten vor Ort. Ich sehe ein anderes Problem, dass wir in den Heimatredaktionen mehr und mehr das Problem haben, unsere Quellen, vor allem unsere Bildquellen, zu verifizieren oder zu falsifizieren, weil wir nicht wissen, woher sie kommen. Das heißt also, wenn wir sie verwenden, müssen wir sehr akribisch die Quellenlage definieren.
Und ja, was angeben. Damit zu tun hat, dass natürlich jeder mit seinem Handy nicht nur filmt, sondern es auch hochlädt. Insofern ist natürlich die Zahl der Quellen exponentiell gestiegen. Also früher hatten sie ein paar Bildagenturen, die ihnen den Stream geliefert haben und die eigenen Leute oder eine fremde Rundfunkanstalt, die sie auch als vertrauenswürdig einschätzen. Und jetzt ist es Egon Müller mit seinem Smartphone. Ja, insofern. Da müssen Sie höllisch aufpassen, ja, dass Sie nicht einem Fake auf. Es ist aber ein Luxusproblem. Weil vor 10 Jahren hätten Sie diese Bilder überhaupt nicht gehabt. Klar. So, moderiert mal weiter. Thilo hat sein Handy in der Hand, der ist schon völlig trimedial abgeschweift. Irgendwelche Rückkopplungen aus der Gemeinde. Ich check das später. Okay. Aber ich glaube, Thilo will noch alle Ehrengäste, die wir heute haben. Ja, ich wollte aber nur eine Sache sagen, weil Thomas gerade da ist und gleich wieder los muss. Ja. Kollege, ein Medienmagazin-Kollege Jörg Wagner hatte mir einen ganz alten Ausschnitt von 1999 geschickt, wo ein BR-Korrespondent im Kosovo-Krieg über die Konditionen, wie er berichten musste. War das Friedhelm Brebeck? Jörg, wie hieß der? Sinnhuber? Bitno? Belo? Klaus, ja. Belo. Und der hat sich furchtbar beschwert, dass er nicht frei berichten konnte, dass er von, ich weiß jetzt nicht, vom Bayerischen Rundfunk oder von der ARD Vorgaben bekommen hat, dass er jetzt diese Kriegsverbrechen von unserer Seite mal ein bisschen unter den... Sowas hast du nie gemacht. Sorry, kompletter Blödsinn. Wir hatten dort eine zweistellige Zahl von Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Dieser Kosovo-Krieg ging ja über viele Wochen und Monate. Wir haben, glaube ich, 40 Brennpunkte in dieser Zeit gemacht. Also so etwas ist zu keiner Zeit, an keiner Stelle, in keiner spezifischen Situation geschehen. Wir haben Fernsehpreise für unsere Berichterstattung über den Kosovo-Krieg bekommen. Also das, glaube ich, können wir vergessen. Dann eine andere Frage. Was uns immer in den letzten 200 Folgen aufgefallen ist, wenn es um Krieg ging, wo Deutschland mit was zu tun hat, ne? Ob nun Afghanistan oder nach Mali oder das Bombardieren der Anti-ISIS-Koalition in Syrien und Irak, da gibt es ja manchmal auch mal völkerrechtliche Probleme. Im Iran, oder nicht kommen. Irak, sei doch mal präzise. Irak, sorry. Oder zum Beispiel letztens hat Trump Assads Stellung bombardieren lassen. Wir haben den Brennpunkt geguckt, wir haben die Tagesthemen geguckt und kein einziger Journalist oder Sprecher hat zum Beispiel vom Völkerrecht gesprochen. Wenn es aber um Russland geht oder um die Nicht-NATO-Partner, dann ist Völkerrecht immer eines der ganz großen Themen. Warum ist das, wenn es uns betrifft, wenn wir Zivilisten töten oder wenn wir souveräne Staaten angreifen, das ist nicht so das Thema bei euch? Das finde ich, das ist auch jetzt eine These, die zwar steil klingt, aber die nicht... wir haben es ja nachgewiesen. Ja, die nicht belegbar ist. Erstens mal kann man nicht ein Ereignis sozusagen exzerpieren und sagen, das ist pars pro toto immer so. Das ist journalistisch nicht möglich. Vielleicht war es in der von euch betrachteten Fassung so der Fall. Dann hat es sicherlich auch immer mit rein journalistischen Entscheidungen zu tun. Was setze ich in diesen 10 oder 15 Minuten, die man hat? Brennpunkt ist irgendwo zwischen 12 und 15 Minuten, manchmal auch 10. Was setze ich da an die Spitze? Was mache ich? Wo setze ich den entsprechenden Schwerpunkt? Und dass Sie dann vielleicht nicht unbedingt noch den völkerrechtlichen Aspekt in einem breiten Gespräch an dieser Stelle, wo man ja zunächst mal über das Ereignis, über den Fortgang der Ereignisse berichten möchte, präsentieren können, das liegt ja auch auf der Hand. Also ich glaube, dass das Defizit, das du jetzt beschreibst, in der Gesamtschau der Berichterstattung durchaus dieses Gewicht nicht hat. Aber Gesamtschau heißt dann eben Tagesthemen, innerer Mainstream und das, was es ansonsten auch an Reportagen und Magazinsendungen gibt, äußerer Mainstream. Weil bei den Tagesthemen, wenn man jetzt mal diesen inneren Mainstream nimmt, ich sehe ja ein, dass man sozusagen, wenn man morgens noch nicht genau weiß, was man abends berichten muss, hat man einen anderen Arbeitsrhythmus, als wenn man beim Monitor eine Woche plant, vielleicht sogar mal ein Thema setzen will und dann einen Monat dazu arbeitet. Aber in dieser Hektik des Tages, manchmal fällt es auf, es fehlen sozusagen Verlautbarungen der Bundesregierung und dann vermeidet man so ein Thema. Wir hatten das zum Beispiel, als Erdogan nicht genau wusste, wie gehe ich jetzt mal damit um, dass auf türkischem Boden der IS ein Bombenattentat macht mit 40 Toten. Ist das dann ein Bündnisfall oder nicht?
Das war so die Frage, die aufkam. Und es war sehr auffällig, dass es 5 Tage gedauert hat, bis das in den Tagesthemen thematisiert wurde. Und es wurde dann thematisiert, als es sozusagen das Zitat der Bundesregierung dazu gab, nämlich, dass es kein Bündnisfall ist, sondern eine innertürkische Angelegenheit und so weiter. Obwohl die Frage eben kritisch war in Hinsicht auf, ist Deutschland jetzt im Krieg? Ja? Also das ist ja sozusagen die Frage, die man sich da stellt, die allerdings dann eben in diesem Moment nicht aufgegriffen wurde. Jetzt widerspreche ich aber auch mal von der Seite. Das Problem ist ja ein bisschen, die Frage, ob es ein Bündnisfall ist, ist nichts, was eine journalistisch entscheidbare Frage wäre. Nun kannst du sagen, die haben es nicht thematisiert. Ja, aber dann wird Moment, lass mich eben den Satz noch zu Ende führen. Ich würde das, glaube ich, auch nicht thematisieren, wenn keine Regierung eines NATO-Landes auch nur mit der Idee kommt, zu sagen, es könnte der Bündnisfall sein. Solange der Türke nicht kommt und sagt, das ist doch der Bündnisfall, oder eine andere Regierung, sehe ich auch nicht die Notwendigkeit. Ja, aber da haben wir eben schon den Shift in der Nachrichtenproduktion selbst. Wir haben 2x Elmar Thewissen zu Gast, der bei uns eben meinte, bei uns im Heute-Journal stellen wir nicht nur dar, was passiert ist, sondern wir greifen auch die Fragen im Publikum auf. Also, wenn die ganzen Agenturen voll sind mit möglicherweise Terrorist in Baden-Baden oder so weiter, dann wird das abends thematisiert, unabhängig davon, ob das jetzt eine sachliche Nachricht ist, sondern weil es die Leute wahrscheinlich an diesem Tag schon bewegt und dann macht man es abends zum Thema. Und die Frage, ist das jetzt ein Bündnisfall, wenn der IS auf türkischem Boden, also auf NATO-Gelände sozusagen, einen Anschlag macht? Ist das dann ein Bündnisfall oder nicht? Das war eine Frage, die kam einfach auf. Also von der war oft zu lesen und so weiter. Und wir haben aber, weil das eben damals so aktuell war, wirklich drauf gewartet und wir gucken ja jede Tagesthemensendung, wann wird es thematisiert, und zwar eben genau der Tag, an dem dann auch die Regierung sich dazu geäußert hatte. Das ist natürlich eine Frage, die kannst du in einem Heute-Journal, in Tagesthemen sehr gut thematisieren, weil es sozusagen der Blick dahinter ist oder auch der Blick voraus. Genau. Das bedeutet aber nicht, dass es einen Automatismus geben muss, es sozusagen an diesem Abend auch wirklich gleich zu tun. Das ist ein Add-on, was viele Leute sicher interessiert und deshalb von uns auch aufgegriffen werden müsste. Aber mein Gott, das ganze Bild werden wir vermutlich an einem Abend, der ja immer auch unter dem Diktat der aktuellen Berichterstattung steht, nicht zeigen können. Apropos Diktat, Thomas, du musst los, das Diktat der Arbeit ruft. Das Diktat der Arbeit ruft, ja. Was müssen Sie jetzt machen? Zum nächsten Fernsehsender jetzt und mal ein bisschen erläutern, was eigentlich mit von der Leyen und also der Verteidigungsministerin und ihrem Aufforderung an die Truppe ist, was alles so ein bisschen merkwürdig ist, ist so, man muss sich nur vorstellen, ein Fußballtrainer würde sagen, meine Mannschaft ist scheiße, aber er faltet sie nicht in der Kabine zusammen, sondern draußen vor dem Mikrofon des Bayern. Das war ein Phänomen Beckenbauer übrigens oft bei Bayern. Hat er das auch gemacht? Ja, ja, ja. Okay. Habe ich nie für gut gefunden. Nur die Bayern. Finde auch das jetzt nicht gut. Okay, das ist auch eine klare Aussage. Jedenfalls das so ein bisschen zu erläutern und einordnen, das wäre jetzt das Nächste. Insofern sage ich schon mal Tschüss. Bevor wir zu euren Fragen kommen und dann vielleicht auch mal Hans raufholen, Moment. Achso. Hans, yes. Wo wir jetzt gerade bei der Türkei waren. Ein großes Thema wollte ich jetzt noch unbedingt ansprechen. Du warst bei Erdogan. Du warst in seinem Palast. Hat er wirklich 1000 Zimmer? Hast du es nachgezählt? Ich habe nur ein großes gesehen. Das war kein Zimmer, das war ein Saal. Von der Dimension 150 lang, 50 breit. So. Stefan kann gleich, vielleicht, wenn Stefan sich nur erinnert, du hast damals gesagt, irgendwie, das war ja kein Journalismus, sondern das war eine Verhandlung, die du geführt hat hast. Hat er gesagt. Jetzt aber. Nee, aber erinnere ich mich gerade. Bevor wir auf den Inhalt kommen, mich interessiert, was mich da interessiert hat, ihr habt da Korrespondenten vor Ort. Vom NDR, vom Bayerischen Rundfunk, keine Ahnung, in Ankara, in Istanbul. Die kennen sich mit dem Thema aus. Ihr bekommt ein Interview mit Erdogan. Warum sagst du denn nicht dem Korrespondenten, sag mal Junge, du weißt mehr, viel besser Bescheid als ich, interview du ihn. Warum hast du das gemacht? Weil eine solche Gesprächssituation vermutlich nur in der Realität stattfindet, wenn du auf einer gewissen, jetzt auch, sagen wir mal, Funktionsaugenhöhe das führst. Das war im Grunde... es ist so, da braucht man nicht lachen, es ist so.
Funktionsaugenhöhe heißt, Jörg Schönborn hat damals mit Putin das Gespräch geführt als Chefredakteur des Westdeutschen Rundfunks. Klaus Kleber hat das Gespräch mit Ahmadinejad geführt als große Persönlichkeit und heute Journalmoderator des deutschen Journalismus. Und das Angebot damals für das Erdogan-Interview wurde mir gemacht. Von wem? Ja, wurde gemacht in einer großen, vorbereitenden Schleife, an der viele Leute beteiligt waren. Einzelheiten kann man da im Vorhinein und auch im Nachhinein nie sagen. Aber deshalb hat es so stattgefunden. Aber deshalb war ja auch der Korrespondent dabei. Aber die Frage war, warum hast du dem Korrespondenten nicht gesagt, mach du das? Du hättest das ja sagen können. Weil dann das Gespräch nicht stattgefunden hätte. Von Erdogans Seite? Ja klar, ich habe ja gerade von der Augenhöhe gesprochen. Das können wir so nicht nachvollziehen, das ist so. Erdogan wollte den deutschen TV-Bundespräsidenten haben. Nein, das nicht, aber er wollte halt einen Chefredakteur haben. Und erinnerst du dich noch, dass du das Ich erinnere mich dunkel, weil, und das sage ich wieder ganz unkritisch, ja, auch wenn das immer so anders, aber wenn man da als Deutscher hinfährt, ist man halt zufällig Journalist, weil das ist nun, an der Funktion wird man eingeladen. Aber im Grunde sitzt doch auch Merkel da und weiß genau, hier werden diese Themen verhandelt, ja, um die es geht. Also man kann es ja nicht absprechen, eine gewisse Verhandlerrolle hat man schon, weil Erdogan, redet ja auch nicht in der Regierung mit allen. Also es gibt ja keine Einladung zurzeit. Ja. Es gibt da, also Funkstelle heißt ja wirklich Funkstelle. Wir wissen, dass Putin einmal die Woche mit Merkel telefoniert. Ich würde nicht sagen Verhandlerrolle, aber du hast eine Kommunikationsrolle. Genau. Du bist irgendwo an einer Nahtstelle, auch innerhalb von politischen Interessenslagen. Ist ja völlig klar. Ja. Das bist du ja in jedem journalistischen Gespräch, ob das nur jetzt innenpolitisch oder außenpolitisch ist, in so einer Situation, mit so einer Figur, in dieser Zeitspanne war es natürlich besonders herausragend, dieses Umfeld. Ich würde es sogar ganz unkritisch sehen, wenn das später in der Intendantenrunde, die ja im Kanzleramt auch stattfindet, zum Thema wird. Ja? Also ja. Über das Gespräch hinaus, was man im Fernsehen sah, kann man was zur Stimmung sagen und so. Ja, also ich hätte da gar nichts dagegen. Was soll man dazu sagen? Vielleicht soll wieder Herr Jessen kurz was dazu sagen und dann könnte ich das vielleicht noch mal entsprechend im Paket beantworten. Ja, wir begrüßen kurz Hans Jessen, ehemaliger ARD, Hauptstadtjournalist. Hans, ist das so, dass wenn es mit Putin, mit Ahmadinejad, mit Erdogan oder Obama geht, dann muss da der Chef hin, anstatt derjenige, der sich am besten auskennt? Das ist schon so, dass die natürlich ein gewisses Maß an Einfluss drauf haben, ob so ein Gespräch zustande kommt oder nicht. Ist ja meistens nicht so, dass Putin irgendwo anruft bei der ARD oder beim ZDF und sagt, ich bin scharf drauf, euch mal ein Interview zu geben, schickt doch mal irgendwie einen vorbei. Sondern normalerweise baggern da Sender und Institutionen. Das geht manchmal, innerdeutsch übrigens auch, bis man kriegt nicht Merkel für eine halbe Stunde oder für eine Viertelstunde mal eben mit einem Anruf, sondern entweder die haben von sich aus Interesse, dann sagen sie, ihr könnt uns ja mal fragen und dann sagen wir auch nicht nein. Wenn man das aber selber will als Sender, dann muss man manchmal ein Vierteljahr lang, ein halbes Jahr lang bohren oder länger immer wieder und immer wieder. Und wenn die dann sagen, ja, okay, wir überlegen mal, aber es soll jemand sein, wo irgendwo eine Augenhöhe da ist, sonst machen wir es nicht, was macht man dann? Dann könnte jetzt Gottlieb sagen, nee, da ist der Kollege vom BR, der ist Auslandskorrespondent, der kennt sich aus, der soll das gefälligst machen. Wenn dann die Reaktion ist, ja, sorry, dann kriegt ihr das Interview nicht. Was macht man dann? Was macht man? Das ist eine schwierige Entscheidungssituation. Gilt im Übrigen auch für Außenpolitik. Wenn ein Minister irgendwo im Ausland unterwegs ist, normalerweise treffen Minister bei den Auslandsreisen die Leute, mit denen sie auf Augenhöhe sind, ihre Fachministerkollegen. Das ist eher selten, dass ein Minister auf einmal ein Regierungschef, ist ja eine Ebene höher, trifft. Es ist eine Demütigung, wenn ein Minister irgendwo hinreist
und dann nicht mit seinem Augenhöhe-Minister ins Gespräch kommt, sondern wenn ihm dann ein Staatssekretär zugeführt wird. Ja? Das sind Ohrfeigen. Das sind Ohrfeigen, die in diplomatischer Form da erzielt wird. Also das sind Zwänge, die sind doof, aber wenn man zu überlegen und zu entscheiden hat, akzeptiere ich das, weil die andere Seite ein Stück weiter am längeren Hebel sitzt, ja. Mache ich es mit, weil ich das Interview haben will, oder sage ich nein, mir ist unsere eigene Unabhängigkeit, Selbstständigkeit so viel wert oder so viel wichtiger, dass ich sage, nee, wenn Erdogan nicht mit unserem Korrespondenten spricht, dann verzichten wir eben auf das Interview. Das ist die Entscheidungssituation. Also unterstreiche ich völlig, was Sie sagen, Herr Jessen, genauso war ja auch das Umfeld und das Vorfeld und so hat sich das Gespräch auch angebahnt. Vielleicht nur einfach ein paar Dinge, auch ganz wenig in kurzen Spiegelstrichen. Punkt 1, natürlich halte ich es für richtig, wenn man die Gelegenheit hat, auch mit einem, sagen wir mal, Regierungschef, der nach unseren Maßstäben eher diktatorische Eigenschaften hat, auch mit einem solchen Regierungschef ein Gespräch zu führen. Diesen Pseudopurismus, den ein Teil der Kolleginnen und Kollegen auch im öffentlich-rechtlichen, aber vor allem auch im Printbereich an den Tag legen, zu sagen, mit solchen Leuten, mit Putin, mit Ahmadinejad, mit Erdogan, darf man sich als Journalist nicht an einen Tisch setzen, sich nicht mit denen gemein machen wir uns eh nicht mit ihnen, aber nicht an einen Tisch setzen, das sei Verrat, das halte ich für absolut unrealistisch und auch im Grunde nicht sehr intelligent. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, gab ja dann auch zum Teil in der deutschen Presse den Vorwurf, wir seien nicht entsprechend hart mit ihm oder ich sei nicht entsprechend hart mit ihm umgegangen und nicht entsprechend kritisch mit ihm umgegangen, was die Schlaumeier natürlich nicht wissen können und nicht wussten, dass das Gespräch zweimal kurz davor stand, abgebrochen zu werden, was ich im Nachhinein dann aus dem Umfeld erfahren hatte. Das heißt also, ich habe mich einer Fragetechnik bedient, die auch wieder dem Prinzip, man muss wissen, wie weit man zu weit gehen kann, gefolgt ist, um daraus zu versuchen, das Beste abzuleiten. Dritter Punkt und dritte Feststellung, natürlich ist bei einem Teil der Kollegen hier auch das Thema Neid natürlich ganz groß zu schreiben. Das ist nicht ganz einfach, so ein Gespräch zu bekommen. Wir haben es bekommen, ich habe es bekommen. Dann ist natürlich Neid eine Eigenschaft, die dann sehr schnell auch in den Reaktionen zum Ausdruck kommt. Neid musst du dir verdienen, Mitleid kriegst du umsonst. Das war so und insofern von der Multiplikation des Gespräches weltweit, muss ich sagen, war das ein Granatenerfolg. Und übrigens auch war eine Reihe von Aussagen da drin, die auch die politische Diskussion dann auch zwischen Türkei und Deutschland wieder neu befeuert haben. Also insofern würde ich unterm Strich sagen, es war gut, dass wir es gemacht haben und es war auch ein Erfolg. Was man auch sagen muss, was Hans jetzt auch ansprach, so verhalten sich auch viele Oberbürgermeister in Deutschland. Ich rede nur mit dem Chefredakteur, ich schreibe das Interview danach nochmal und die einzige Option, die man als Redaktion dann hat, ist zu sagen, entweder wir machen es so oder wir lassen es halt komplett. Ja? Also ich habe das bei der FAZ auch erlebt, wieder einfach Interviews mit Oberbürgermeistern nicht erschienen, ja? Obwohl sie 3 Monate Vorbereitung, 3 Tage, 3 Leute im Einsatz und dann lohnt sich's nicht. Ja? Also das ist auf einer Stufe, was diesen operativen Umgang angeht mit Erdogan und Putin. Es gibt natürlich auch die, wenn ich das noch sagen darf zum Schluss, es gibt natürlich auch die Variante Gratismut. Die wird auch vom einen oder anderen Journalisten gepflegt. Gratismut? Gratismut, den kannst du umsonst anwenden, diesen Mut. Da tut dir keiner etwas, sondern du bekommst dann nur Beifall, indem du die ersten beiden Fragen so stellst, dass er dich rausschmeißt. Dann hast du ein schönes Bild, aber hast keinen Inhalt. Da kenne ich auch den einen oder anderen, der es darauf anlegt und angelegt hat. Das halte ich allerdings nicht für ein journalistisches Resultat. Machen sonst Politiker wie Frauke Petri oder so solche Veranstaltungen sprengen. Darf ich noch eine
Es gibt auch kuriose Entscheidungen jenseits der Augenhöhe. Das muss ich jetzt erzählen. Mein früherer Chefredakteur Ulrich Kienzle war fast der Erste, der einen von westlichen Journalisten, der ein Interview mit Gaddafi, als der noch im Amt war, gekriegt hat. Da hat er wahnsinnig lange dafür gebaggert. Er hat es dann gekriegt aus den Gründen A, weil er Nahostkorrespondent schon mal gewesen war, in der Region bekannt. B, weil er einen sowas von arabischen Bartwuchs hatte. Er wurde sozusagen da fast als Gleicher unter Gleichen empfangen. Was ihn aber C enorm gewurmt hat, er war wirklich der Erste, der es angemeldet hat. Er war aber der Zweite, der es gekriegt hat. Vor ihm hat das Interview bekommen eine Kollegin mit wenig Nahosterfahrung und Kenntnis, aber sehr weiblich geformt, sehr blonde Haare. Und es war eine völlig klare Ansage gewesen aus dem Gaddafi-Umfeld, erst die, dann du. Das hatte nicht direkt was mit Augenhöhe zu tun, aber es zeigt ein Stück weit, wie manchmal auch auf der anderen Seite, völlig schräge Entscheidungskriterien. Aber das waren ja keine journalistischen Kriterien, die dann Gaddafi an den Tag gelegt werden. Insofern musste Kienzle da eigentlich nicht beunruhigt sein. Ja, aber es ist natürlich eine Demütigung. Herr Gottlieb. So, wir kommen jetzt mal zu euren Fragen. Hans, ja. Magst du ein bisschen rumgehen? Ja. Fangen wir mal mit ein, zwei Fragen an. Ja. Wer traut sich zuerst? Ja, ich wollte fragen, das Duzgebot, gilt das auch seitens der Publikum oder dürfen die auch siezen, wenn ihnen das lieber ist? Sie wollen. Gut. Ja, ja, okay. Wenn es geht, auf den Punkt und am besten kurz den Namen vorstellen. Ja. Und dann. Hallo, ich bin der Timo aus Hamburg. Ich habe ganz viele Fragen, aber ich stelle nur eine, die Systemfrage. Der ARD und ZDF sind ja mal als antipropagandistisches System aufgebaut worden nach dem Krieg, ne, dass da eben keine Propaganda mehr stattfinden darf und so weiter und so fort. Und sie binden ja unheimlich viel Geld durch die Beiträge, durch die Gebühren. Und für freie Formate, sei es auf regionaler Ebene, sei es hier Handygeschichten, sowas, was ihr macht, gibt es einfach in der öffentlichen Förderung kein Geld. Warum ist es so, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten so viel Geld binden, ohne irgendwas in die Nachwuchsförderung, in die Kulturförderung, in die Förderung von Schulklassen etc. reinzugeben? Okay. Soll ich gleich, oder? Ja, gerne. Also Punkt 1, das ist richtig, wir sind nach wie vor gut ausgestattet, wenngleich wir schon seit einer Reihe von Jahren keine Beitrags, heißt ja nicht mehr Gebühren, sondern Beitragszuwächse mehr haben. Das ist der Punkt 1. Also bei uns wird es auch massiv weniger und wir können uns nicht mehr das leisten, was wir uns schon mal leisten konnten. Wie man das bewertet inhaltlich, ist eine andere Frage. Punkt 1 oder Punkt 2, Nachwuchsförderung leisten wir sehr stark. Die meisten Öffentlich-Rechtlichen leisten sich eine sehr starke, sehr qualitativ hochwertige Volontärsausbildung, Nachwuchsausbildung. Auch unser Haus sehr stark jedes Jahr, auch geprägt jetzt von den neuen Medien, von den neuen Ausspielwegen. Also das tun wir. Das andere ist im Grunde eine Diskussion, die eine generelle Mediendiskussion dieser Zeit darstellt. Wie laufen im Grunde die Gewichte in der Finanzierung auseinander? Das ist eben eine Reihe von großen Leitmedien, zu denen sicher auch die Öffentlich-Rechtlichen gehören, aber auch große Verlage, dass die in der Lage sind, nicht nur zu überleben, sondern auch guten Journalismus zu betreiben, hoffentlich guten, lange recherchieren zu können, Leute oft wochenlang auch für eine Geschichte unterwegs sein zu lassen und dass es eine wachsende Zahl von kleinen Verlagen gibt und von Journalisten, die daran eben nicht mehr teilhaben. Und das ist sicher ein Problem, Thema Finanzierung. Ich habe es ja eingangs gehört, als ich noch hinter der Tür gewartet habe. Ihr werdet ja auch sozusagen unterstützt von Leuten, die das gut finden, was ihr macht. Auf freiwilliger Basis. Auf freiwilliger Basis. Und das ist natürlich, man hat da kein gutes Gefühl, wenn man diese beiden Dinge nebeneinander legt. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe im Moment auch keine Lösungsfindung.
Möglichkeit. Es ist auch ein Strukturproblem, so wie wir es im Augenblick noch haben. Wenn die Finanzströme transparent wären, würde das, glaube ich, das System zerstören, oder? Pensionsversprechen, ja, also Studiokosten. Naja, transparent sind sie in höchstem Maße. Ich kenne keine... Fußballrechte? Was kostet die Champions League beim ZDF? Du weißt das? Nein, aber ich sage nochmal, das muss man auch sehen. Ich würde mir wünschen, dass in anderen Berufsfeldern die Transparenz so groß wäre, wie sie etwa in der Beobachtung des öffentlich-rechtlichen Systems ist. Es gibt doch im Grunde keinen gesellschaftlichen Bereich mehr, in dem man nicht mit Argusaugen und häufig auch zu Recht auf das guckt, was wir tun oder lassen. Also diese Sorge der mangelnden Transparenz habe ich nicht. Dass eine Fußballminute 30.000 Euro Lizenzkosten verursacht pro Minute. Das ist doch eine Info, die kann man doch dem gemeinen Bürger mal mitteilen. Ja, da ist ja auch viel in Bewegung grundsätzlich. Aber keine Mitteilung. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ich noch eine zur Gebührenfrage und Transparenz. Die größte Intransparenz ist bei der Finanzierung des kommerziellen Fernsehens. Das ist genauso gebührenfinanziert wie das öffentlich-rechtliche. Genauso gebührenfinanziert, nur heißt die Gebühr nicht so, sondern sie wird erhoben bei jedem Einkaufsvorgang von jedem Kunden an jeder Supermarktkasse. Die Werbeetats, aus denen die Kommerziellen sich finanzieren, die drucken ihr Geld nicht selbst. Das zocken die bei jedem Einkauf von jedem Kunden in jedem Supermarkt als Gebühr, die in keiner Weise freiwillig ist, ab. Punkt. So, jetzt aber deine Frage. Ich komme zurück auf die Beobachtung. Sagst du, wer du bist? Hans Hütt. Ich komme zurück auf die Beobachtung, dass die politischen Magazine sich mehr und mehr unpolitischen sogenannten Verbraucherthemen widmen und frage, warum sind Krankenhauskeime kein politisches Thema? Sind natürlich ein politisches Thema, gebe ich Ihnen völlig recht. Nur ich stelle eben seit einigen Jahren fest, dass sich in den politischen Magazinen eben diese Verbraucherthemen, die zugegebenermaßen nahe am Zuschauer sind, insofern sind sie ja auch berechtigt, dass die in einem Maße zunehmen, dass das, was der Stefan sagte, ihr müsst auch mal versuchen, in der politischen Berichterstattung gegen den Stachel zu löcken, hier auch ein provozierendes Element hineinzupacken, dass die nicht mehr in dem Maße stattfinden oder sehr selten stattfinden. Ich wünschte mir davon mehr. Generell, natürlich haben Sie recht, ist das auch ein politisches Thema, denn Politiker, die sich einen solchen Bericht angucken, werden im besten Fall und wünschenswerterweise natürlich zum Handeln gezwungen. Ja, klar. Lange her. Aber da haben wir auch versucht, beides und erfolgreich versucht, beides miteinander zu verknüpfen. Sozusagen die politische Diskussion, auch festgemacht durchaus an Personen, und die Diskussion und die Missstände vor Ort. Und diese Verquickung fehlt mir eben heute. Wir haben bisher nur männliche Stimmen gehört. Also ich würde mich freuen, wenn es auch hier ein paar weibliche Fragen gibt. Hans, erstmal mit der. Ja, du kannst jetzt versuchen, mit sehr hoher Stimme zu sprechen. Nein. Ja, das lasse ich mal lieber sein. Also, hallo, ich bin Sebastian aus Berlin. Erstmal Grüße in die Runde. Also der Grund, warum ich den Podcast höre, warum ich jetzt auch hier bin, ist, ich habe den Eindruck, dass durch Medien allgemein irgendeine Agenda verfolgt wird. Und gerade jetzt Familienkreis oder Bekanntenkreis merkt man ja auch, die haben halt die Agenda irgendwie verinnerlicht, aber sie bringt ihn selber sozusagen. Also es ist nicht ihre Agenda, die sie eigentlich haben sollten. Punkte sind zum Beispiel demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Das sind Themen, die werden halt anders berichtet, als es in der Realität dargestellt wird, würde ich jetzt so behaupten. Oder als Beispiel die Griechenland-Berichterstattung 2015 war sehr überrepräsentiert. Und die Berichterstattung über den TTIP-Demonstration zum Beispiel war eine kleine Fußzeile in der Zeitung. Also wie kommt das zustande? Und klar, ich will jetzt keine Erklärung hören, das ist eine Agenda, aber ja, was ist das für ein Gefühl, was ich habe, ist das, ja, wie kann man das begründen? So? Das ist schon richtig. Das hängt natürlich mit der Hierarchie der Themenfindung im Journalismus zusammen.
Ich bedauere zum Beispiel, dass wir im ersten Quartal 2017 den Eindruck gewinnen müssen, viele Redaktionen, ob print oder elektronisch, hätten eine eigene Redaktion Trump aufgemacht und hätten Tag und Nacht nichts mehr anderes zu tun, als über Trump und den Regierungswechsel in den USA zu berichten. Ist zweifellos wichtig, ist an manchen Tagen natürlich auch Aufmacher wert und Aufmacher verdächtigt. Aber in einer solchen Gewichtung nur mehr dieses eine Thema zu transportieren und die Bereiche, die Sie beschrieben haben, damit in der Folge, weil wir eben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, unter den Tisch fallen zu lassen, halte ich für ein großes Problem. Die Hierarchie der Themen muss wieder neu gesetzt werden. Wir müssen da auch ein richtiges Maß zwischen Alarmismus auf der einen Seite, den wir ja im Augenblick im Grunde in unserer Berichterstattung realisieren, und Themen Demenz, die wir immer dann an den Tag legen, wenn ein großes Thema zu Ende geht und wir uns dann über Nacht von dem Thema verabschieden. Aus diesen beiden Endpunkten einer Fehlentwicklung müssen wir die richtige Konsequenz ziehen. Aber Redaktion Trump, weil das auch so aktuell war, jetzt auch in Frankreich mit Mélenchon und so. Mélenchon wurde 3 Tage vor der Wahl das erste Mal in den Tagesthemen erwähnt in einem Kommentar, Halbsatz von Sonja Mikic, glaube ich. Hätte man das nicht früher, also in Amerika hat man eine Redaktion Trump aufgebaut, hast du gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, okay, zu Recht, weil da wird vieles verhandelt, was für uns auch interessant ist, aber es fehlt halt die Redaktion Senders. Und jetzt haben wir Frankreich und das ist nun wirklich ein Land, was uns was angeht. Und da haben wir ein politisches Angebot von 11 Kandidaten und wir haben also Macron, ja, haben wir im Grunde gezeigt gekriegt. Ja. Gut, weiter. Hallo, ich bin Thilo, ich komme aus Lübben im schönen Spreewald. Und ich wollte eigentlich auf die bewegten Bilder nochmal zu sprechen kommen. Schade, Thomas Wiegold ist leider nicht mehr da. Aber ich bin komplett anderer Meinung. Die bewegten Bilder bringen oftmals keinen wirklichen Mehrwert an Informationen. Zum Beispiel, dass in der Kirche wieder, sage ich mal, ein Attentat war, nochmal der schwenkt durch mit dem vielen Blut. Die nächste Einstellung, Überwachungskamera in der Nebenstraße, wo sich gerade noch jemand in die Luft sprengt. Von daher stellt sich mir die Frage, wie wird entschieden, welche Bilder genommen werden und gibt es irgendwelche Grenzen in den Redaktionen, wo gesagt wird, nee, die Bilder gehen zu weit. Ja, das sind im Grunde ja 2 Themen, die Sie ansprechen. Das eine ist, wie bebildere ich sozusagen einen Beitrag, den ich als Reporter, als Journalist anzubieten habe. Wie wird entschieden, das tut der Mann oder die Frau, tun das selber nach einem Angebot, die eben umfänglich in den Archiven vorliegen oder die man aktuell gedreht hat. Also da gibt es in der Regel dann nur die Schlussredaktion in Hamburg, etwa in der ARD, die sagt, also das gefällt uns jetzt nicht, aber das geht dann sehr stark in den geschmäcklerischen Bereich und da wird es wenig Eingriffsmaßnahmen geben. Das ist das eine. Also im Grunde, wie bebildere ich einen klugen Text auch klug visuell? Das andere ist, wie weit gehen wir mit Bildern, was zeigen wir nicht relativ, sondern ganz einfach, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Also entweder die Würde des Opfers vor Ort oder die Würde des Empfängers, des Zuschauers sozusagen als Rezipient. Das verlange ich von jedem Journalisten, von jedem Redakteur, der beispielsweise das Volontariat beim Bayerischen Rundfunk durchlaufen hat. Ein Volontär, berühmter, war Markus Söder. Der ist jetzt einer der... Tatsächlich? Der ist jetzt ganz hoch in der CSU. Fand ich mal, hat nichts jetzt mit dir zu tun wahrscheinlich? Oder hast du ihn da reingeholt? Das war vor meiner Zeit. Keine Ahnung. Ja, warum soll... Hast du Kontakt zu den Volontären? Oder wie häufig? Ich meine, die sind 2 Jahre oder so ein Volontariat, ne? Oder? Ja, also man müsste es eigentlich noch... die Frage ist schon wichtig. Man müsste es noch öfter tun. Ich gebe zu, ich habe das nicht immer oft genug gemacht. Hängt aber mit den Zeitabläufen und den Zeitplänen, die man selber hat, zusammen. Aber es wird generell versucht, bei den Kollegen verschiedener Hierarchiestufen, verschiedener Redaktionen, da eine sehr enge Anbindung zu schaffen. Und zum Wesen des Volontariats gehört ja auch, dass die alle in die jeweiligen Redaktionen hineingehen, mehrere Wochen da sind, ja. Erfahrungen sammeln. Also insofern ist da schon der Kontakt sehr, sehr eng und sehr gut.
Hans? Ja, nächste Frage. Wenn ich noch eine Zahl dazwischen werfen darf, in Bezug auf Bilder und Informationen. Es ist einfach so, unser Gehirn, wenn wir ein audiovisuelles Produkt angucken, also Fernsehen oder auch was im Netz, 3/4 unserer Aufmerksamkeit wird vom Bild absorbiert. Völlig egal, was da ist, 3/4 dessen, was unser Gehirn aufnehmen kann, fokussiert sich aufs Bild. Das heißt, wenn man in so einem audiovisuellen Medium arbeitet, muss man höllisch aufpassen, was die Bildinformation ist, damit die andere nicht verloren geht. So. Sam aus Berlin. Du hattest ja am Anfang erzählt, dich hat niemals jemand angerufen und das Telefon war nur reine Dekoration. Und auch Klaus Kleber hatte ja mal einen Bericht gemacht, dass ihn nie jemand anruft und diese ganzen Vorwürfe Blödsinn sind. Das sehe ich genauso. Ist es aber nicht vielmehr so, dass Klaus Kleber oder auch du, ohne dass ich da jetzt eine Böswilligkeit unterstelle, euren Posten bekommen habt, weil ihr dieses Weltbild habt, was ihr habt, weil ihr dieses Narrativ habt, was ihr habt, einfach von euch aus, weil man sich in diesen Gremien sozusagen einfach Gedanken macht, okay, wer kriegt diese Stelle, da haben wir die und die und die Person, ach, der ist in der CSU, das ist ja schon mal ganz gut, seine Berichte haben mir bisher immer ganz gut gefallen, die waren immer so genau auf meiner Linie sozusagen und dass man sich dann erst entscheidet, ja, der kriegt den Posten, weil der redet mir quasi nach dem Mund. Also dass es viel subtiler geht, nicht im Sinne von, da wird angerufen, sondern einfach ganz subtil, der redet mir nach dem Mund, das gefällt mir, was der sagt, der ist genau, hat genau mein Weltbild, der soll den Posten kriegen. Den muss man nicht mal anrufen. Bitteschön. Ja, ja, Mai, das ist halt das Thema der Binnenpluralität. Natürlich ist es wahr, ich würde sicherlich nicht Chefredakteur des Westdeutschen Rundfunks werden, weil ich sozusagen im gesellschaftspolitischen Umfeld dort einfach nicht verankert bin, auch zu wenig Erfahrung habe. Vice versa würde Sonja Mikic auch nicht Chefredakteurin des Bayerischen Rundfunks werden, weil dafür genau das Gleiche gilt. Das halte ich auch für absolut richtig. Und natürlich, schauen Sie, Sie haben jetzt in den Tagesthemen, haben Sie den Ingo Zamperoni und Sie haben die Kollegin, die Karin Mioska. Ich wüsste gar nicht, wo ich die verorten jetzt sollte. Ob links, rechts, grün, gelb. Stefan würde sagen Einheitspartei. Schwarz, so irgendwo in der Mitte. Ja? Also das könnte ich Ihnen nicht sagen. Hier gilt nochmal der Satz von eben, Sie können heute nicht mit diesen alten Mustern mehr Journalismus erklären und Journalismus begreifen und ergreifen. Das geht nicht. Sie müssen gut sein, Sie müssen ein Gespür dafür haben, was journalistische Themen sind, Sie müssen durchsetzungsstark sein, Sie müssen eine Haltung haben, eine Haltung zu bestimmten Themen. Und die ist ja Gott sei Dank, je nach Sozialisation eines Menschen und eines Berufsbildes unterschiedlich. Und wenn wir es dann schaffen, sozusagen im deutschen Journalismus, egal ob print oder elektronisch, ein einigermaßen ausgeglichenes Bild, jetzt komme ich nochmal auf die Farbe zurück, obwohl es keine Rolle mehr spielt, ein ausgeglichenes Bild in den Farben zu haben, dann sind wir doch in einem sehr gut aufgestellten Journalismus zu Hause. Das wäre ein schöner Traum. Also ich glaube, wir haben genug Das ist Realität. Wir haben genug SPD-nahe Gesichter, genug CDU-nahe Gesichter, genug CSU-nahe Gesichter. Ich kenne ganz wenige. Thilo denkt schon wieder an Parteien. Es geht ja auch um Alter, Herkunft. Wir hatten gerade das Thema, aber es gibt keine Grünen und keine wirklichen linken Vertreter in den großen. Es gibt beim Monitor vielleicht Herrn Restle oder so weiter. Ja. Naja. Also da gehe ich mit dir mal auf die Reise. Gerne. Okay? Ja. Nächste Frage. Ja. Hallo, Ibrahim aus dem Saarland. Herr Gottlieb, Sie haben jetzt hier ein paar Mal versucht, die ganzen klassischen Vorwürfe, die es so gibt, bezüglich der Agenda, wie es vorher genannt wurde, von Redaktionen, von Journalisten zu bestreiten, kann man ihnen ja auch nicht übel nehmen. Ich finde aber, Sie haben auch ja selbst erwähnt, dass das Vertrauen in den Qualitäts-, in den klassischen Mainstream-Journalismus in den letzten Jahren gesunken ist. Vor allem von Seiten von Redaktionen, von Journalisten. Welche Fehler wurden denn gemacht, die dafür gesorgt haben, dass es jetzt immer mehr nicht Widerstand, aber Unzufriedenheit über die klassischen Tagesschau, wie auch immer die Konsorten halt heißen, dass das immer mehr aufkommt.
Also da muss es ja viele, da gibt es ja viele Gründe, also auch das Aufkommen von Online-Angeboten, aber welche Fehler haben gerade Leute in ihren Positionen und so weiter gemacht? Großes Thema. Punkt 1, Tagesschau, Tagesthemen. Die großen öffentlich-rechtlichen Systeme und auch die großen Printmedien stehen wenig in der Kritik. Da differenziert der Nutzer sehr intelligent. Die Medien stehen insgesamt in der Kritik. Woher kommt das? Das hat eine Reihe von Gründen. Einmal sind wir häufig zu schnell. Das hängt mit der Digitalisierung zusammen. Wir gehen mit Themen raus, die noch nicht gesichert sind. Also der angelsächsische Spruch, be first, but first be sure, sei dir zuerst einer Sache sicher, wenn du mit einer Nachricht rausgehst, der wird manchmal nicht mehr wahrgenommen. Das hat eben wirklich mit dieser neuen digitalen Entwicklung zu tun. Wir hatten einen GAU vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten bei dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot. Da gab es eine Reihe von sehr reputierlichen Online-Medien, deren Mutterhäuser noch reputierlicher sind. Neue Züricher Zeitung, ich glaube Spiegel Online, waren dabei. Die haben, weil sie zu schnell waren, weil sie nicht abgewartet haben, vermeldet, die NPD sei vom Verfassungsgericht verboten. Sie haben die Anklage nochmal vermeldet. Sie haben die Anklage vermeldet, haben nicht gewartet, hätten also noch genau 2 Minuten warten müssen, dann wären sie richtig gewesen. Jetzt will ich da aber auch gar nicht als päpstlicher auftreten als der Papst, denn ich treibe, Sie haben gefragt, was haben Sie selber auch zu verantworten und was haben Sie falsch gemacht? Natürlich habe ich meine Onliner auch reingetrieben. BR24 ist ja ein solches Angebot und habe gesagt, ihr müsst ganz schnell sein. Breaking News möchte ich, dass ihr mit bei den Ersten seid oder am besten die Ersten. Es war ein glücklicher Zufall, dass wir an diesem Tag nicht dabei waren, weil halt einfach einer oder eine, die Dienst hatten, noch Gott sei Dank gewartet haben und 2 Minuten später waren sie dann auf der richtigen Seite. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben es schon angesprochen, warum gehen die Medien sozusagen auch in den Augen der Öffentlichkeit jetzt in der Akzeptanz nach unten? Wir vermengen Meinung und Nachricht zu häufig. Das merken die Leute. Dritter Punkt, das ist im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, Herbst 2015. Als Flüchtlingsbewegung. Ja. Er hatte die Anführungszeichen nicht mitgeschrieben. Verwaltungskrise nennen wir das. Ja, so ist es. Also dort hat man uns ja zum Vorwurf gemacht, zum Teil zu Recht, zum Teil gefühlt, wir würden nur einen Teil der Realität abbilden. Es war ein Thema, wurde nicht irgendwie nur so dahergesagt, sondern das wurde ja auch durch Umfragen entsprechend unterfüttert. Da haben wir uns wirklich Gedanken machen müssen, haben dann auch nach einer Phase, wo wir nur die eine Seite, vorwiegend die eine Seite gezeigt haben, eben sozusagen Willkommensthema, was ja auch berechtigt war. Es gab ja das entsprechende Material, wir sind wieder beim Bild, gezeigt, sondern wir haben zu lange gebraucht, um die andere Seite auch zu zeigen. Welche Probleme entstehen für große Teile der deutschen Bevölkerung auch durch einen solchen, durch eine solche Entwicklung. Und da ist auch ein Teil des Vertrauensverlustes entstanden. Wir haben dann nachgesteuert, ich weiß es selber, weil wir waren ja in dieser Berichterstattung auch sehr, sehr engagiert, weil sich vieles ja auch in Bayern ereignismäßig entwickelt hat. Also das sind zwei wesentliche Punkte, warum wir auch in der Öffentlichkeit nicht mehr diese Akzeptanz haben, wie wir sie früher haben. Allerdings in dem Zusammenhang, wie es viele Kritiker tun, von Lügenpresse zu reden, halte ich für baren Unsinn. Lüge bedeutet, man macht etwas, man sagt etwas mit Absicht falsch. Und das würde ich jetzt mal der überwiegenden Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen zu einer Stunde unterstellen. Nur einer überwiegenden Mehrheit? Ja, also einer großen überwiegenden Mehrheit. Bevor wir zur letzten Zuschauerfrage kommen,
ganz kurz daran anschließen. Hast du schon mal Fake News verbreitet? Also wissentlich nicht. Hast du schon mal gelogen? Ja. Hast du schon mal gelogen und gesagt, dass das Archivmaterial zu Horst Seehofer interessanter wäre als der Live-O-Ton von Sigmar Gabriel? Da habe ich ja nicht. Ah ja, das ist ja eine gute Geschichte. Ich will es nur noch mal aufklären. Das ist ja in YouTube überall wunderbar zu besichtigen. Ich lache jedes Mal noch darüber, weil auch das wieder genauso wie bei Erdogan eben einfach der Ausdruck derer ist, die zu wenig wissen. Was war an diesem Abend? Es hat gefühlte 5-6 Minuten einen O-Ton von Sigmar Gabriel gegeben, den mir meine Redakteure draufgespielt haben. Und diese Freiheit nehme ich mir als Chefredakteur zu sagen, das ist jetzt rein von der Dramaturgie her, das waren ja jetzt auch keine weltbewegenden Aussagen, die dort... Hey, du musst es gar nicht so lange ausführen. Es war tatsächlich erwartbar. Es war erwartbar, es war wirklich erwartbar. Und ich habe gesagt, jetzt raus damit. Und das hatte nichts mit Sigmar Gabriel zu tun und es hatte nichts mit der SPD zu tun und es hatte nichts mit Seehofer zu tun. Es hatte ganz einfach mit journalistischer Professionalität zu tun. Und dazu stehe ich bis zum heutigen Tag und ich bin gerne bereit, diesen Ausschnitt in journalistischen Seminaren immer wieder mit den notwendigen Anmerkungen vorzuspielen. Kommen wir zur letzten Frage der Zuschauer. Okay, gerne eine. Ihr könnt beide nacheinander stellen, dann machen wir gleich zwei. Machen wir das so. Ich bin Scharre aus Berlin. Ich bin auch am 21. Oktober geboren. Wenn Sie nicht vor über 33 Jahren im Iran waren, Waage, aber schon sehr starker Skorpion-Einfluss, oder? Ja. Meine Frage ist, was mir sehr auffällt, ist, dass es irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, wann alle Medien, die Mainstream-Medien zumindest, sich entscheiden, eine ähnliche Formulierung für einen Sachverhalt zu benutzen. Und Sie behaupten ja, das sei ja nicht alles abgesprochen. Aber es gibt den Moment, da wird Erdogan nicht mehr als Staatschef oder was auch immer bezeichnet, dann ist er der Despot. Dann ist Ahmadinejad auf einmal so und so. Und das zieht sich so durch die Landschaft. Und es würde mich interessieren, also wenn Sie denn Qualitätsjournalismus machen, was Sie ja sagen, warum man das nicht differenzierter macht. Zum Beispiel Flüchtlingskrise, Flüchtlingsbewegung. Warum muss man sich denn immer wieder den gleichen Worten bedienen? Wir fassen zusammen. Ganz andere Richtung. Wir hatten schon über Hierarchien und Martin aus Eberswalde. Wir hatten schon über Hierarchien in Medien und auch zwischen Staatsoberhäuptern und so weiter gesprochen. Und dazu, wie hoch ist die Durchlässigkeit jetzt sowohl für die Öffentlich-Rechtlichen als zum Beispiel auch für die FAZ oder so, für neue Ideen, die eventuell junge Leute mit in die Abteilung, in den Sender, in die Zeitung, wie auch immer mit reinbringen, weil ich habe oft das Gefühl, dass es für junge Menschen, speziell im öffentlich-rechtlichen Bereich, wenig Angebote gibt, die mich irgendwie mitnehmen, sei es jetzt Podcast-Angebote oder ähnliches. Das möchte ich für unser Haus, also für mein ehemaliges Haus, was aber immer noch der Bayerische Rundfunk ist, und seine Zukunftsentwicklung in Abrede stellen. Wir können das, was wir uns vorgenommen haben als Veränderungsprozess in der digitalen Welt, trimediales Medienhaus, Zusammenwachsen aller drei Ausspielsäulen, Online, Hörfunk und Fernsehen, nicht schaffen, wenn wir nicht erstklassige junge Leute haben mit dem entsprechenden Ausbildungsprofil. Wir können in unserer Generation und selbst die Kollegen, die 10 Jahre oder 15 Jahre oder 20 Jahre jünger sind als ich, wir können das nicht mehr aus unserer Wissenssozialisation heraus schaffen. Dazu brauchen wir sie. Insofern würde ich sagen, oder sage ich, ist im Augenblick eine gute Situation für junge Leute, die natürlich entsprechend, das muss ich in Klammer dazu sagen, flexibel sein müssen. Vielleicht nicht, wie es in unserer Zeit war, jetzt gleich an den Hierarchiefortgang in den nächsten 5 Jahren denken, sondern einfach sagen, diese Aufgabe übernehme ich für herausfordernde journalistische Modelle der Zukunft. Innovation, 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 das ist bei uns auch, und uns werden die anderen übrigens folgen,
in den anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten das Thema Nummer eins. Also da kann ich Ihnen nur Mut machen, wenn Sie sich in diesem Bereich in Ihrer Ausbildung bewegen sollten. Punkt eins. Und die Frage von Schatten? Ja. Punkt zwei, Sie haben recht. Ich hätte jetzt eine Reihe von Beispielen, die würden aber den Rahmen jetzt sprengen. Punkt eins, wir sind, die habe ich vorhin schon gesagt, die Kopierspezialisten. Wir schreiben von den anderen ab. Dadurch entsteht eine Welle oft gleicher Begriffe, gleicher Aussagen, gleicher Formulierungen. Die erzeugen eine Wucht in der Öffentlichkeit und liegen aber oft neben der Wirklichkeit. Da müssen wir ständig an uns arbeiten und auch solche Diskussionen führen. Wir führen diese Diskussion auch intern und verändern dann oft auch Begriffe, die wir lange Zeit gebraucht haben, weil sie nicht richtig sind. Aber Ihre Beobachtung unterstreiche ich und unterschreibe ich absolut. Sie haben recht und wir müssen halt daran arbeiten. Das gehört übrigens auch zum Qualitätsjournalismus. Qualitätsjournalismus beginnt mit dem Handwerk. Stefan kommt gleich noch mit seiner letzten Frage. Ich habe jetzt auch noch ganz kurze Fragen, weil wir es gerade noch mal das Heute-Journal sehen. Ist wieder ein neues Bild? Nee, immer noch dasselbe. Wir kommen zum Schluss, aber Klaus Kleber ist ja jetzt auch nicht beim ZDF angestellt, sondern er ist ein Freier, der Hunderttausende an Euro pro Jahr verdient. Ich glaube 600.000 Euro. Hast du damals auch so einen Vertrag gehabt? Bist du mittlerweile auch Millionär dadurch, dass du beim Heute-Journal warst? Das kann ich mit ganz klarer Stimme sagen. Nein, leider nicht. Nein. Bist du neidisch auf Klaus? Nein, dass der sowas Neid liegt mir fern. Mein Gott, andererseits, die Zeiten haben sich geändert. Der Klaus Kleber hatte auch gute Angebote von außerhalb. Und dann funktionieren auch gewisse Marktmechanismen. Und die Zahlen, die ihr jetzt hier nennt, kann ich nicht bestätigen. Aber wenn es so sein sollte, dann kann man davon leben. Also mir hat mal ein amerikanischer Freund gesagt, der jetzt so Mitte 70 ist und der sehr viel sich auch engagiert, sozial und in anderen Bereichen, sagt, ich habe immer nach dem Motto gelebt, learn, earn and return. Also ich kann für mich sagen, ja, learn, das habe ich gemacht, earn war nicht so und Return bemühe ich mich jetzt in der Zeit nach meiner aktiven BR-Verantwortung. Aber pro Transparenz, wie viel gab es dann als BR-Chefredakteur der letzten 20 Jahre? Also Jahresgehalt, ja, so 200.000 Euro? Das ist schon ganz schön hochgegriffen. Ja? Also ich sag mal so, mir hat mal ein Kollege gesagt, Mensch, hoffentlich, der war auch Chefredakteur, ich glaube, der war sogar Fernsehdirektor, also noch eine Hierarchiestufe höher, hoffentlich veröffentlichen die jetzt nicht irgendwann in den Zeitungen unsere Gehälter. Denn bisher hat mein Nachbar noch den Hut vor mir gezogen. Wenn er das erfährt, dann nicht mehr. Verrätst du es? Naja. Ja, dann nicht mehr. Ja, aber verrätst du, was du im letzten Jahr noch als BR-Chefredakteur bekommen hast, ist das Geheimnis? Ja, du, das ist kein Geheimnis, lässt sich ja überall nachlesen und nachprüfen. Dann sag's. Also es lag bei 200.000 minus, hallo. Ach so. Hallo. Minus ein deutliches X. Ja, das X hat der Fahrer eingestrichen. Fahrer hatte ich nie. Nee, tatsächlich? Nein. Okay. Also Ich sag mal eine Zahl, ja, weil ich weiß, dass in den letzten D-Mark-Jahren hat ein Fernsehchefredakteur bei dem Sender, bei dem ich damals gearbeitet hatte, Radio Bremen, im Monat etwa 10.000 D-Mark. Mark erhalten. Kann man umrechnen, sind 5.000 Euro und das war brutto. Ja, ja, aber ein Vielfaches davon haben die anderen noch nicht gekriegt. Es hilft zur Einordnung und widerspricht nicht dem, was ich gesagt habe. So, mich würde mal interessieren, du hast so viele Interviews in deinem Leben mit so vielen großen Persönlichkeiten geführt. Was war dein
bestes Interview, dein Lieblingsinterview und was war dir am allerwenigsten gelungen? Wo sagst du das? Das war ein großer Fehler, da habe ich Scheiße gebaut. Das ist jetzt Thilos letzte Frage gewesen. Also, ich habe, welches jetzt das Beste war, weiß ich nicht, aber ich habe sehr gerne... Aus deiner Sicht? Ja, ja, weil es da eine Ebene gibt, wo mehrere Formate miteinander konkurrieren. Ich habe sehr gerne und ich glaube gute Gespräche mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder geführt, was, jetzt kann man wieder sagen, na gut, die haben sich irgendwie verstanden, aber trotzdem aus dem Verständnis heraus oder der Grundsympathie, die wir füreinander haben, glaube ich, kann ich sagen, entstanden außerordentlich animierte, gute Gespräche, die auch vieles Überraschende zutage gefördert haben. Was, sagen wir mal, das erfolgreichste Gespräch war, mit der entsprechenden erfolgreichen Wirkung, wo ja die ganze Welt dran war und wie mit Erdogan ich es wieder gekriegt habe, war das Gespräch mit Helmut Kohl, Farbe bekennen, 1996 in Bad Gastein, in Hofgastein, wo er immer seine Frühjahrskur gemacht hat, zusammen mit der Kollegin Marion von Haaren, Hauptstadtstudio heute. Wir kennen Sie. Das Gespräch, das im Grunde von der Erwartungshaltung geprägt war, sagt er jetzt endlich, ob er 1998 nochmal antritt bei der Bundestagswahl. Horse Race. Ja, das war die Diskussion, die man damals führte. Und wir haben am Vorabend im Vorgespräch mit seinen Referenten und so weiter auch nichts in Erfahrung gebracht, absolut nichts. Wir wussten nichts. Und am nächsten Morgen, als wir dann, wir haben das Gespräch vormittags gegen 11 aufgezeichnet, da in diesem Hotel, und wir kommen da in diese provisorische Maske, ich sag heute was. Aber das hat er nur mir gesagt. Sag ich, das ist gut. Also, ich sag was. Und so kam es dann. Er hat dann in diesem Gespräch angekündigt, dass er eben bei der nächsten Bundestagswahl wieder als Kanzlerkandidat antritt. Und das ist dann um Thema der Erfolg sozusagen in der Wirkung. Und das ist dann ab 12 Uhr durch die ganze Welt gelaufen. Ja, also CNN rief an und sämtliche Fernsehsender dieser Welt, alle Zeitungen auf der Welt waren wir am nächsten Tag der Aufmacher. Mit dem großen Foto des Interviews. Also das war dann von der Wirkung her schon ein sehr, sehr erfolgreiches Gespräch. Und dein Schlimmstes? Schlimm würde ich nicht sagen, aber es gab ein Gespräch mit Hans-Jochen Vogel in der Zeit, als Oskar Lafontaine nach dem Attentat noch da niederlag. Und man nicht genau wusste, Hans-Jochen Vogel war damals SPD-Vorsitzender, und man nicht genau wusste, wie geht das weiter, wird Lafontaine oder er, und Hans-Jochen Vogel, der SPD-Vorsitzende, stand unter großem Druck. Bonn war damals Regierungssitz und wir bemühten uns seit Wochen und Monaten um ein Gespräch mit ihm im Heute-Journal. Und an einem Abend hat er das dann gemacht, wahrscheinlich mehr dem Ratschlag seiner Berater folgend als aus eigener Überzeugung. Und das war... Also es war nicht schlimm, aber es war ein sehr hartes Gespräch, weil der hatte sich einfach vorgenommen, irgendwie seinen ganzen Unwillen irgendwo an mir auch auszulassen. Und ich stellte dann die erste Frage, dann kam sofort die Gegenfrage, Ja, schauen Sie denn nicht nach im ZDF, in Ihrem Archiv? Wenn Sie da nicht nachgucken würden, dann können Sie doch nicht so eine Frage stellen. Damit greift er natürlich den Journalisten an seiner verletzlichsten Stelle an, nämlich er sei mangelhaft vorbereitet. Da musst du das als Journalist natürlich sofort zurückgeben. Das kenne ich aus der BBK mit Herrn Seibert immer. Ja, ne? Trolle gab es damals schon. Ja, na, ich sage nur, dann musst du das zurückgeben. Dann war man natürlich gegenseitig aufgeladen, dann... Am Schluss habe ich dann gesagt, Herr Vogel, jetzt stellen Sie sich mal für eine
Sekunde vor, Sie sind jetzt nicht im Fernsehen. Und habe das dann auch in einem sehr provozierenden Ton gesagt und dann hat er da auch wieder sehr komisch geantwortet. Das Gespräch war 7,5 Minuten, was für heute Journal-Format auch heute noch sehr lang ist. Und es war ein brutaler Schlagaustausch. Am Ende, er war aus Bonn zugeschaltet. Ich hab mir das oft vorgespielt. Hatte er eine Artikulationsform in den Lippen, die mir nur ein Wort eigentlich nahelegen konnte, was man nicht aussprechen möchte. Traurig. Also, ja, nee, also, keine falschen Unterstellungen, aber wir wissen ungefähr. Ne? Also das beginnt mit einem großen A. Und also ich habe den Beweis nicht, weil ich den Tonbeweis nicht habe, aber ich habe den Lippenbewegungsbeweis. Und das war ein, um die Frage zu werden, das war ein ganz schwieriges Gespräch, weil es so eine Grundtonlage hatte, die einfach nicht gut war, auf beiden Seiten. Gut, ich habe gar keine letzte Frage. So. Wir haben schon so viele Fragen gestellt und sind weit über der Zeit. Ja. Deswegen gebe ich ab an Hans. Ist das gut Jessen. Oder schlecht? Je nachdem, wie du dich fühlst. Ja, ich fühle mich gut. Aber ist das grundsätzlich gut, wenn ihr über der Zeit seid? Oder ist das schlecht? Uns ist es ganz egal. Unser längster Podcast war 6 Stunden und 4 Minuten, weil die Tagesthemen so viel Material hier daher geboten haben. Aber für heute belassen wir es hier. Hans Jessen möchte noch kurz erzählen, wie man eigentlich bei den Tagesthemen Kommentarweltmeister wird. Ja, und da wir ja einen haben, interessieren wir uns für diese Geschichte. Ja, Sigmund Gottlieb, der das ja mehrfach war, er orientiert sich da, glaube ich, ein bisschen an der Rolle, die Bayern München im Fußball spielt, möge mir widersprechen, wenn ich was Falsches sage, aber wer den Kommentar macht, wird entschieden mittags in einer Schaltrunde der Chefredakteure von allen ARD-Anstalten. Da wird erstens drüber abgestimmt, welches Thema ist heute Kommentar und dann zweitens, wer macht es denn? Ich habe an relativ vielen dieser Schaltgespräche teilgenommen, deswegen ist das jetzt nicht vom Hörensagen, sondern selbst erlebt. Es begab sich relativ häufig, dass dann eine Stimme, da ist man ja nur über Ton miteinander verbunden, dass dann eine Stimme, die sich gar nicht mehr namentlich vorstellen musste, mit einem fränkisch-bayerischen Akzent sagte, ich hätte Interesse. Er hat nie gesagt, ich will diesen Kommentar machen, sondern Gottlieb sagte immer nur, ich hätte Interesse. Und wenn in diesem Moment niemand anderes, der mindestens journalistisch und von den Abstimmungsmehrheiten, die es da auch gibt, satisfaktionsfähig wäre, gesagt hätte, ich möchte aber auch, und häufig meldete sich da niemand, dann hatte der Kollege, der über den Zaun grasend sagte, ich hätte Interesse, damit den Kommentar gewonnen. So einfach ist es. Das stimmt absolut. So war es. Es ist häufig Judje Janger. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich eben ein meinungsfreudiger Mensch bin und dieses Format sehr geliebt habe. Das hat jetzt überhaupt nichts was mit Eitelkeit wieder zu tun. Ein bisschen schon. Ne? Ja, aber ich habe das einfach... Das ermessen wir daran, ob wir dich bald bei YouTube mit diesem Format sehen. Ich habe das einfach gerne gemacht. Und natürlich muss man sagen, als Ergänzung noch, in der Regel ist es so, dass die außenpolitischen oder die Kommentare, die Auslandsthemen betroffen haben, in der Regel von der Landesrundfunkanstalt und deren Kommentatoren gemacht werden, die für diese Region zuständig sind. Also der WDR für Frankreich und für Russland und für Teile Afrikas und für Europa. Der Bayerische Rundfunk für Israel, für Rom, für die Türkei, für Iran und für die 12 südosteuropäischen Länder von Wien aus. Da gibt es wenig Streit. Wo es Streit dann gibt, wenn es eben stark umkämpfte innenpolitische Themen sind, da ist es dann häufig auch so, dass sich eben zwei, manchmal sogar drei Kolleginnen oder Kollegen melden und sagen, das würde ich gerne machen oder ich habe auch Interesse und so. Und dann wird eben abgestimmt mit einfacher Mehrheit und dann kommt eben irgendjemand. Gottlieb raus. Allerletzte, ganz kurze Frage. Ist dein Nachfolger auch in der CSU? Das weiß ich nicht. Okay. Gut, das war's. Danke an
alle ganz besonders Danke an Sigmund Gottlieb. Das ist nicht selbstverständlich, dass du bei uns Gast bist. Wir hatten Klaus Kleber immer wieder seit Monaten versucht, in die Sendung zu bekommen. Der ja, will also nicht, dich wollten wir für die 200. Nicht. Klaus Kleber teasen wir schon seit einer Weile, aber irgendwie, ja, ist, er hat uns auch schon mal abgesagt, es sei ihm zu früh und solche Sachen. Und er hat einen anderen Tagesrhythmus, ich weiß das ja aus meinen Heute-Journal-Zeiten, nicht? Ja, der arbeitet vor allem nur alle zwei Wochen, wie das immer so ist im Fernsehen. Ja, bei uns war das anders. Ich habe auch auf dem Schirm, alle zwei Wochen war ich tätig. Also eine Woche ESA, eine Woche Gottlieb. Aber da wir sozusagen im Heute-Journal immer auch in der Leitung, also es gab eine Verantwortlichkeit, Leitung des Heute-Journals und Moderation des Heute-Journals. Die ist ja bei den Tagesthemen völlig entkoppelt. Also das sind die Verkäufer, also Journalisten, aber eben die Verkäufer der Nachrichten. Und das andere sind eben die verantwortlichen Leiter. Und dadurch, dass das bei uns miteinander verbunden war, war das schon auch ein sehr starker Zeit- und Arbeitsaufwand. Denn du warst auch in der Woche, in der du nicht auf dem Schirm warst, natürlich immer tätig und musstest ja früh um 8:30 da sein. Die Sendung war bekanntlich damals schon um 9:45. Hat sich ja nichts geändert. Klaus Kleber nimmt sich ja manchmal die Freizeit auch, um Silicon Valley Reportagen zu machen, die dann immer super sind. Gut, du musst gleich zum Flughafen, vielleicht hast du noch ein paar Minuten Zeit, vielleicht mit ein paar Gästen bilateral dich noch zu verständigen. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall hier, werden noch ein bisschen Mittagessen, ihr könnt auch hier auch Mittagessen, wir können noch miteinander reden, plaudern, aufwachen oder schlafen gehen. Und ja, vielen Dank, werdet Präsentatoren von Folge 201, ja, ihr könnt immer noch Produzenten werden, geht auf iTunes, bewertet diesen Podcast positiv und ansonsten vielen Dank, Sigmund Gottlieb, und jetzt nochmal einen Tosenapplaus. Vielen Dank für die klugen Fragen.